Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 387. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Marvin. Gute. Der Basti. Grüße. Der Denis. Ja, servus, hallo. So, wir sitzen jetzt alle in unserem Homeoffice. Hier fährt gerade eben die Polizei vorbei. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wir eigentlich jeden Dienstag sitzen wir hier vor unseren Rechnern und wollen über Fußball reden, der ja momentan nach wie vor nicht gespielt wird und auch noch eine ganze Zeit lang nicht gespielt wird. Vielleicht mal zur aktuellen Lage. Heute war ja diese ominös bereits letzte Woche angekündigte Sondersitzung der UEFA, wo es ja darum geht, wie das jetzt mit der EM, die ja am 12.06., wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig, starten sollte. Und das ist ja so ein bisschen jetzt auch die Richtung, die jetzt vorgibt, wie schnell auch die nationalen Fußballligen handeln müssen, die ja jetzt mittlerweile alle ihren Betrieb eingestellt haben. Ich glaube, die russische Liga war jetzt heute die letzte, die tatsächlich jetzt auch aufgehört hat, Fußball zu spielen. Ja, und die EM ist verschoben auf 2021, was ja schon mal ein bisschen Luft nach hinten rausgibt. Und mit Blick auf die Bundesliga, die ist jetzt erstmal unterbrochen bis zum 2.4. und am 30.3. oder 31.3. will man jetzt die Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Das heißt, wir haben noch 2 Wochen ohne Fußball vor uns. Ja, 2 Wochen. Naja, machen wir 2 Monate drauf. Grob. Ich glaub, ja, dann das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen. Also offiziell sind es jetzt erstmal 2 Wochen. Was glaubt ihr denn, um mal direkt damit einzusteigen, geht es dann wieder weiter? Nee, also nein, ich glaube, diese 30 Tage können wir schon mal rechnen. Ja. Also mindestens. Also ich gehe frühestens davon aus, dass wir Ende April, eigentlich glaube ich fast eher Ende Mai, wirklich mal wieder darüber nachdenken können, dass hier Fußball passiert. Vielleicht ohne Zuschauer. Basti, du hattest ja bei Fußball 2000 schon mal erwähnt, da ist das wahrscheinlich das sinnvollste Konstrukt, auch wenn das auch für die Eintracht, sag ich mal, wir sind ja der Eintracht-Podcast, der auch nicht von Vorteil ist. Ne? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Planungen natürlich alle sehr, sehr in Sand geschrieben sind bei jedem, weil sich das, merken wir ja in den letzten Tagen selber alle, täglich ändern kann. Ich glaube, der aktuelle Plan von den europäischen Ligen und den europäischen Wettbewerben ist tatsächlich zu sagen, okay, wir haben jetzt diesen Puffer im Sommer, da die EM wegfällt, also da kriegst du quasi extra Zeit. Und ich glaube, die hoffen, dass die dann quasi zumindest bis zum Sommer, egal halt wann, Juni, Juli, die Ligen zu Ende spielen können. Glaube aber tatsächlich, dass das ohne Zuschauer passieren wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Verbesserung sehen werden, die dazu führt, dass wir tatsächlich im Mai schon wieder ein Stadion betreten dürfen. Ich glaube tatsächlich, die werden gucken, dass die Mannschaften irgendwie dann alle so aufgestellt sind, dass die sagen, okay, entweder haben wir den Virus schon gehabt und sind quasi jetzt, haben es durch so, oder Mannschaften sind so isoliert, dass sie sagen, okay, die Kurve ist jetzt flach genug, dass wir zumindest jetzt in diesen kleinen Kreisen, sage ich mal, wieder Geisterspiele machen können, weil da geht es ja dann scheinbar auch um Fernsehgelder. Muss aber sagen, klar, vielleicht macht dieser Plan heute Sinn. Es kann aber natürlich sein, dass die EM trotzdem hätte abgesagt werden müssen, ohne dass du da was ersatzweise machen kannst. Also es kann wirklich sein, dass wir sagen, okay, wir können hier auch bis, hier weiß ich nicht, Juni, Juli solche Dinge nicht mehr tun. Das müssen die, glaube ich, tatsächlich jetzt alle 3-4 Tage neu bewerten. Ja, es ist interessant, aber dass da dieser zweite, vierte ist ja so als, da gucken wir mal, da wird es schon wieder besser sein. Die Frage ist ja, was erwarten sich die Verantwortlichen davon, erstmal auf Zeit zu spielen und dann im Endeffekt, es ist doch jedem klar, Basti, was du gerade sagst und auch Marvin ja selber Tenor und René, du gehst da sicherlich auch genauso mit, das wird nicht funktionieren, am 2.4. hier wieder Fußball zu spielen und schon gar nicht mit Fans im Stadion, da gehe ich auch voll mit euch, das wird so nicht stattfinden. Und ich denke auch, dass es irgendwie zu Ende bringen wollen. Es geht da ja immer, was ja die letzten Tage ständig aufkam, diese großen Summen, ich glaube eine 3/4 Milliarde, die da ja im Raum steht. Das ist natürlich eine Summe, die sich auf jeden Fall auswirkt darauf, dass die Vereine vielleicht auch gezwungen werden oder einen großen Anreiz haben, das noch zu Ende zu bringen. Jetzt natürlich die Frage, wie macht man es? Und die Regelung, wie der Basti es gerade schon ausgeführt hat, denke ich, ist da wahrscheinlich
auch in meinen Augen das wahrscheinlichste Szenario, nämlich irgendwann im Sommer ohne Zuschauer und ja, so schnell wie möglich das Ding rumbringen und damit ist es dann erledigt und dann eben die nächste Saison in Ruhe wieder angehen. Hoffentlich dann auch wieder mit Zuschauern. Ja, das sind ja Riesensummen, die da gehandelt werden und es scheint auch so zu sein, dass dann doch vielleicht mehr Vereine, als man so am Anfang gedacht hat. Wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, so man eigentlich ist zu erwarten, dass Vereine der ersten und zweiten Liga da relativ gut mit umkönnen und noch Reserven haben. Wenn man sich den Finanzbericht von Schalke 04 heute anguckt, dann sind die auf die Kohle, glaube ich, schon ganz ordentlich angewiesen, die da noch kommt. Problem dabei scheint wohl auch zu sein, dass dieser Zeitpunkt jetzt, wie ich das dem Rasenfunk so entnommen habe, den ich jetzt gerade noch so halbwegs gehört habe, auch so ein bisschen ungünstig gewesen zu sein, weil es ist wohl auch vereinbart mit den Fernsehsendern, dass die Fernsehgelder in 4 Teilbeträgen ausgezahlt werden, nach dem 9. Spieltag, nach dem 18. Spieltag, nach dem 26. Spieltag und nach dem 34. Spieltag. Das heißt, der DFL hätte jetzt exakt einen Spieltag gefehlt, um die Kohle da einzustreichen. Jetzt weißt du auch, warum die das unbedingt machen wollen. Korrekt. Ja, ja, nein, das ist aber okay. Genau der Punkt. Also ich meine, das sind so Dinge, die uns nach und nach irgendwie erst zugetragen werden, beziehungsweise offenbar werden. Aber genau das ist halt das Problem, ne? Wenn du dir überlegst, dass so viele Leute natürlich krass auf diesem Geld halt auch irgendwo sitzen, beziehungsweise die das benötigen. Tja, jetzt weißt du, warum sie alle zwingend das Geisterspiel machen wollten und warum der Warnwichtel Watzke ja mehr oder weniger ja da schon irrlichternd irgendwelche Dinge gesagt hat, von wegen, das hätten wir jetzt aber auch noch spielen lassen können. Ja klar, dann hast du dein Soll erfüllt und kriegst halt die nächste Tranche. So hast du irgendwie 9 von 10 Dingern geleistet und siehst quasi schon den Geldtopf am Ende des Regenbogens, kommst aber noch nicht dran. Ich muss sagen, interessant. Ich meine tatsächlich, wir sind ja ein Fußball-Podcast und wir fokussieren uns ja da tatsächlich darauf. Aber ganz ehrlich, man muss tatsächlich für diese Sachen auch Lösungen finden. Also ja klar, es kann ja nicht. Was willst du jetzt machen, so zu sagen, ja, dann sagen die ja, dann gehen 9 von 18 Vereinen gehen pleite oder was weiß ich, was die Zahlen da sind. Da muss man sich halt was überlegen, so, weil die Leute werden ja nicht umgebracht. Also es ist ja tatsächlich so, weiß ich nicht, dann kannst du irgendwelche Dinger nicht zahlen, da müssen die sich mit den Spielern einigen, es müssen sich ja alle einigen, das muss ja nicht nur in der Bundesliga passieren, sondern auch in der Wirtschaft. Sie können ja nicht jetzt alle Vermieter in Deutschland ihre Mieter rausschmeißen, wenn die irgendwie Gewerberäume haben. Weil die können ja dann in dem Moment eh keinen neuen da reintun. So. Es muss ja tatsächlich auch jetzt irgendwelche extremen Sonderlösungen geben. Da müssen halt Leute sich was ausdenken, ganz im Ernst. So. Wir können ja jetzt nicht sagen, boah, wir müssen jetzt weiterspielen wegen dem Geld. So Leute, wie, also überlegt euch mal tatsächlich, wenn wir jetzt hier über einen Virus reden würden, der noch aggressiver ist. So. Also wo wirklich, keine Ahnung, wo jeder Zweite stirbt. Will Watzke sich dann auch dahin stellen und sagen, ja, dann müssen wir hier über das Geld sprechen, gell? Dann müssen wir mal gucken, ob der Verein dann noch, weiß ich nicht, liquide ist. Ich finde tatsächlich, dass man da so tut, als wären diese ganzen Finanzzwänge, als wären das Naturgesetze, so. Als wenn so, ja gut, dann ist es halt so, weil, keine Ahnung, das ist das fünfte Element, so. Als wenn es da nicht möglich wäre, irgendwelche Lösungen zu finden, die dafür sorgen, dass einigermaßen alle da durchkommen, weil das muss ja der Spirit sein, zu sagen, ey Leute, hört mal zu, we all in this together mäßig so. Wir werden irgendwie hoffen, dass wir da einigermaßen halt rauskommen, das muss ja das Ziel sein. Du kannst ja nicht dann, die Welt kann sich ja dann nicht irgendwann in ein paar Monaten neu starten, dann ist die Hälfte der Firmen weg, die Hälfte der Airlines weg, die Hälfte der Bundesligisten weg, sondern man muss ja irgendwie gucken. Und natürlich ist es schwierig, ich weiß es auch, aber so zu tun, als wenn es überhaupt keine Möglichkeit gäbe, dass man das irgendwie übersteht, das irritiert mich teilweise ein bisschen. Ja, schon richtig. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass dieser ganze Kosmos Fußball mit diesen horrenden Summen, der ist ja auch künstlich aufgebläht. Also das Problem besteht ja auch dadurch, dass man einfach den Hals nicht vollgekriegt hat und da immer mehr da reingebuttert hat und jetzt natürlich auch das Problem davon hat. Ja klar, ja, das ist natürlich ein Problem, dass du voluminöse Gehälter gezahlt hast, dass du Transfersummen ausgegeben hast, von denen niemand genau wusste, wo das Geld überhaupt mal landen soll. Niemand hat so viel Geld an einer Summe gesehen. Das sehen wir für Mittelklasse-Fußballer. Dominik Kohr, liebe Grüße auf jeden Fall. Ja, das war für so er kriegt auch jedes Mal sein Fett weg. Nein, Dominik, aber es ist doch, ich meine, wenn du überlegst. Ja. Oh. Wow. Ja, also insofern, es ist
es ist halt einfach so, wenn du dann, wenn du überlegst, dass für solche Leute extrem viel Geld gezahlt wird, dann musst du ja schon die Frage stellen, wie weit sind wir gekommen? Und ich weiß noch, da haben vor 10 Jahren oder vor 10, wir waren schon mal so ähnlich hoch von den Ablösungen. Dann ist es irgendwann wieder gefallen und jetzt haben wir uns wieder auf so einer Aufwärtsspirale befunden. Vielleicht ist es jetzt auch mal so, dass es mal wieder zurückgeht, keine Ahnung. Aber na klar ist es so. Aber ich meine, im Endeffekt tun mir ganz ehrlich, die Fußballer tun mir gerade echt am allerwenigsten leid, ne? Also wenn die jetzt mal hier, wenn es da mal irgendwie Probleme gibt und die bekommen kein Geld, tut mir leid, das lässt sich alles irgendwie machen. Und wenn, ganz ehrlich, wenn so Vereine wie Werder, die mir natürlich, also ehrlich gesagt, tut mir die auch nicht leid, ne? Wenn die alle so eng gewirtschaftet haben, was soll ich dazu sagen, ja? Es ist halt auch, es ist eine schwierige Sache. Wenn du ein Bundesliga-Verein bist, dann musst du doch wenigstens ein paar Ressourcen haben, um über ein paar Monate zu kommen. Wenn es aber so ist, dass du im Oktober immer noch nicht spielen kannst und dann ein Problem hast, dann verstehe ich das. Aber keine Ahnung, ich bin da auch kein Wirtschaftsexperte. Das wird irgendwie ganz nah, ganz eng geschnitten sein. Das hatte der Basti ja auch schon mal erwähnt, dass Bremen ja auch gar nicht so die finanziellen Ressourcen hat und die jetzt größtenteils irgendwie auch schon ausgeschöpft sind. Keine Ahnung. Finde ich alles trotzdem ein bisschen befremdlich. Ich mache mir tendenziell aber relativ wenig Sorgen dafür, dass irgendwelche Bundesligaspieler kein Geld mehr bekommen. Also da habe ich eher Angst, dass Vereine, die gesellschaftlich relevant sind, irgendwann nicht mehr bestehen können, sei es denn, oder sogar Einzelunternehmen, die auch große Probleme haben. Ich wollte gerade sagen, also da ist es für die Vereine in den unteren Ligen natürlich noch drastisch, viel drastischer und natürlich auch für die, wie du schon gesagt hast, die ganzen Unternehmen, die an diesem ganzen Fußballgeschäft irgendwie mit dranhängen, die ganzen Caterer und so weiter, die da halt eben auch Woche für Woche in den Stadien irgendwie sind, denen geht natürlich auch jetzt ganz schnell das Geld aus und die haben auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu kompensieren. Eine Frage, Leute, weil gerade so auch das Thema ja so ein bisschen hinläuft, schlecht gewirtschaftet, wie ist eure Einstellung eigentlich dazu? Den Leuten, das ist ja, wie wir es jetzt auch in der Wirtschaft sehen, Staatshilfe oder Hilfe von Obrigkeiten dann auch im Endeffekt breit in diese Masse? Oder sagt ihr eher, na, eigentlich muss hier das Gesetz gelten, wer so schlecht gewirtschaftet hat, muss auch im Endeffekt hier an der einen oder anderen Stelle den Tribut dafür bezahlen und hat jetzt sozusagen ein bisschen Pech gehabt, weil natürlich, ich muss sagen, die kleinen Mannschaften, da habt ihr es gerade, nur um das Thema nochmal aufzugreifen, das Blöde ist an der Stelle, die Großen werden wahrscheinlich eh wieder alle unterstützt und kriegen dann noch irgendwo Kohle und dann schießt halt noch irgendein Investor, wenn er noch ein bisschen Geld hat, irgendwas nach. Die Kleinen werden hinten runterfallen. Seid ihr aber prinzipiell eigentlich dafür, dass da eine Obrigkeit, was weiß ich, die DFL oder wer auch immer dann Geld zur Verfügung hat, sagt, okay, wir sponsern jetzt hier richtig rein und versuchen, eure Ausfälle mit auszugleichen? Oder seid ihr eher, wer jetzt schlecht gewirtschaftet hat, soll auf die Nase fallen und gut ist? Ganz ehrlich, ich würde erst mal gucken, dass man irgendwie so zurechtkommt, dass man wirklich diesen Virus irgendwie, die Ausbreitung verringert. So. Diese Sachen muss man dann irgendwie klären. Es ist ja, wie Marvin sagt, wenn Marco Reus jetzt am nächsten Monat kein Gehalt auf dem Konto hat, weil irgendwie die Gelder nicht gezahlt wurden, dann wird der nicht schempeln gehen müssen. Also das ist, natürlich ist, man muss halt gucken, dass man irgendwie diese Zeit überbrückt und sei es mit, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Überbrückungskrediten, keine Ahnung, wie man das finanztechnisch dann regelt, aber dafür gibt's ja auch Experten. Es kann ja nicht sein, dass wir eine Welt haben, wenn sowas ist. Es können ja auch andere, weiß ich nicht, Naturkatastrophen, alles mögliche kann ja passieren. Es muss ja in der Lage sein, dass dann zumindest das Finanzsystem Möglichkeiten und irgendwelche Fallschirme hat, zu sagen, da müssen wir es halt mal so kurz regeln über 1-2 Monate. Klar, wenn es jetzt noch ein Jahr geht, muss man sich langfristig was überlegen, weil wo nichts passiert, kannst du auch nichts irgendwie, keine Ahnung, kannst du niemanden bezahlen, wenn du nichts machst quasi. Aber dass jetzt schon so die Szenarien aufgemalt werden, dass die Sorgen sind, ja, die Bundesliga-Vereine gehen jetzt pleite, finde ich tatsächlich auch momentan in dieser Lage, wo keiner genau weiß, was abgeht, wo es wirklich viele kleine Firmen trifft, die, weiß ich nicht, vielleicht nicht wissen, wo was zu essen herkriegen sollen oder so. Oder, weiß ich nicht, Leute, die ganz wenig Geld haben, vielleicht in den Supermarkt gehen, normalerweise auf günstige Lebensmittel angewiesen sind, die alle ausverkauft sind, so. Das sind vielleicht Sachen, die man jetzt erstmal regeln sollte und dann kann man immer noch gucken zu sagen, so Leute, wir kriegen in diesem gestopften System, was ihr alle gesagt habt, das ist ja jetzt kein System, was wirklich eher am Hungertuch nagt, da kriegen wir auch schon wieder irgendwie einen Rhythmus rein, der sich dann normalisiert und sei es tatsächlich, dass irgendwie einfach mal einen Monat diese ganzen Zahlungen halt ausbleiben und man so tut, als hätte dieser Monat nicht stattgefunden, weil wie gesagt, die Stadien werden nicht abgerissen, die Spieler werden nicht getötet, die Fernsehstationen sind nicht weg,
Das ist theoretisch alles noch da. Und wenn irgendwie, wenn wir sagen, im August geht eine Bundesliga wieder los, braucht diese Bundesliga auch Vereine. Also, die können sagen, ja, ihr seid jetzt alle pleite, wir machen jetzt eine Bundesliga mit 10 Mannschaften, weil die anderen konnten jetzt hier im Mai ihre Sachen nicht zahlen. Da muss es mal, ganz ehrlich, ich weigere mich zu glauben, dass man das nicht irgendwie regeln kann. Perfekt. Weiß es aber natürlich auch nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich. Nein, da gibt es ja auf jeden Fall mehr als halt genug Möglichkeiten. Marvin, aber du hast auch noch ein Statement dazu? Nein, ich habe es ja eben schon gesagt, ich sehe es grundsätzlich genauso, aber im Endeffekt, wenn ich auf Renés Frage antworten muss, muss ich halt tatsächlich aber sagen, dass ich es erstmal nachrangig betrachten würde, dass ich irgendwelche staatlichen Hilfen in solche Konstrukte stecke. Ich finde es tatsächlich auch schon befremdlich, auch wenn uns das damals zum Vorteil gereicht ist, als die Eintracht am Hungertuch nagend und auch mit viel Wohlwollen irgendwann mal am grünen Tisch gegen Unterhaching dann weitergekommen ist und dass wir da nicht abgestiegen sind, ja. Und es waren ja schon das ein oder andere Mal, ich finde es extrem problematisch, wie es bei Kaiserslautern gelaufen ist, dass der Staat Rheinland-Pfalz da unglaublich viel Geld reingebuttert hat. Das finde ich auch eigentlich die falsche Situation. Und ich sehe es auch für Bundesligisten, ehrlich gesagt, momentan nicht so, dass die dementsprechend vom Staat oder von den Steuerzahlern gerettet werden sollten. Das ist für mich, ehrlich gesagt, das ist eine Multimillionen, Dollar-Euro-Industrie tatsächlich, ja, also das ist ja eine Milliardenindustrie, die Bundesliga, und die muss selber sehen, dass sie sich rettet. Die anderen Vereine ab der dritten Liga können wir gerne darüber reden, weil die eine andere Funktion, aber auch einen anderen Geldfluss haben, weil die sind viel mehr über die Zuschauer, auf die Zuschauer angewiesen, auch auf die Zuschauereinnahmequellen, und das ist halt was ich ganz anders und ganz anders nochmal sehe. Und wie gesagt, aber wir sollten auch sehen, dass sich eigentlich sinnvolle Betriebe auch irgendwie halten durch die schwierige Zeit. Wir sehen, dass wir werden wahrscheinlich eine größere, problematischere Situation haben, wenn es um Nachtleben, um Betriebe des Abends handelt. Ne? Also wenn wir dann irgendwie Bars und so weiter und so fort, auch selbst gut gehende Restaurants, die werden alle vor Probleme gestellt, ohne dass wir jetzt hier den schwarzen Peter irgendwie an die Wand malen. Aber das müssen wir alles abwarten. Aber für mich sind die vorrangig zu betrachten als Bundesliga-Clubs, wenn ich ehrlich bin. Ja, finde ich auch. Ich glaube tatsächlich, dass dieses System sich das irgendwie regeln kann, auch mit den Fernsehstationen so. Da mussten halt irgendwie, ich meine, weiß ja noch keiner so, aber ich weigere mich halt tatsächlich immer so zu tun, als wenn dann quasi das Ende ist und ab Sommer ist dann alles am Arsch so. Also klar wird es echt krasse Einschnitte geben und ich glaube, das können wir uns vielleicht auch alle noch gar nicht vorstellen, je nachdem, wie lange es geht. Aber ich glaube zumindest, die Bundesliga und der Sport allgemein sollte in der Lage sein, das System so weit aufrechtzuerhalten, zu sagen, okay, dann gibt's jetzt hier an der einen oder anderen Stelle halt mal Einnahmelücken. So, das ist halt so. Also, es ist ja tatsächlich nicht so, wie ihr gesagt, dass die Verbände UEFA, FIFA, als hätten die nicht ein dickes Polster und als hätten die nicht dann auch ein ureigenes Interesse zu sagen, danach müsste es irgendwie weitergehen. So, also ich glaube tatsächlich, dass sie dafür sorgen werden, wie das passiert. Das ist für mich dann tatsächlich, wenn wir uns wieder in den Sport reinstürzen, die spannende Frage, wie macht man das, weil man ja gar nicht weiß, wann. Und da haben wir auch bei Fußball 2000 auch schon angefangen zu spekulieren, hier haben wir vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit jetzt, weil es mich echt interessieren würde, weil ich bin da tatsächlich noch bei keiner Ideallösung angekommen, wenn man voraussetzt, dass wir eben im Sommer nicht die Saison fertig spielen können, was man da macht. Und da bin ich tatsächlich gespannt und ich würde echt gerne Mäuschen spielen in diesen Sitzungen, die da ständig stattfinden. Was da überhaupt auf dem Tisch liegt, so. Also, welche Möglichkeiten die sehen, zu sagen, okay, Leute, die Saison wird jetzt hier abgebrochen, weil keine Besserung in Sicht. Irgendwie müssen wir hoffen, dass es im August weitergeht. Und selbst das ist ja unsicher, zu sagen, die nächste Saison tun wir so, als wäre das auch schon sicher, dass sie weitergeht, obwohl man ja hört, dass es im Herbst nochmal eine schlimmere Welle kommen kann. Da bin ich tatsächlich wirklich gespannt, wenn ich alles andere ausblende, zu sagen, okay, was passiert dann so? Wer ist jetzt Meister? Was ist nächste Saison so? Das ist so dieses Szenarien, die ich tatsächlich, wenn man wirklich den Rest ausblendet, sehr interessant finde, zu sagen, was ist jetzt los? Was macht die Eintracht? Was passiert so? Also wenn ich das so richtig, also Modelle, die es da geben könnte, gibt es ja mittlerweile viele. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was sich irgendwann über die Zeit von alleine irgendwie klärt, ob du die Saison noch zu Ende spielen kannst oder nicht. Weil unabhängig davon, ob eine EM jetzt, dass die EM jetzt nicht stattfindet, hast du halt einfach so ein paar Sachen wie zum Beispiel auslaufende Verträge von Spielern, von Trainern, von sonst irgendwas. Wenn ich das so richtig nachvollziehen konnte, so richtig deutlich ist das ja auch nicht, ist in vielen Kalkulationen der zweite oder dritte, fünfte so der Stichtag, weil danach hast du auch gar keine Chance mehr, die Saison zu Ende zu spielen, weil einfach keine Zeit mehr da ist.
weil du ja auch noch diese ganzen internationalen Wettbewerbe hättest, die du auch noch theoretisch zu Ende spielen müsstest bis zu diesem Zeitpunkt. Und das wird sonst einfach auch nicht mehr hinhauen. Also ich glaube, die Zeit wird es von alleine dann irgendwann einfach auch entscheiden, ob du diese Saison zu Ende spielen kannst überhaupt oder auch nicht. Aber witzig, ja stimmt, dann, das habe ich gar nicht gedacht, dass ja viele Verträge ja dann am 30.06. auslaufen. Ja, normalerweise ja, gut, schon, aber auch da, ja, das stimmt, aber ganz ehrlich, auch da wird es irgendwelche Sonderregelungen geben. Im Zweifel machst du halt eine Vertragsverlängerung über 1-2 Monate hinweg. Also da gibt es irgendwelche Möglichkeiten. Die Spieler haben ja in der Zeit halt auch nicht gespielt, konnten auch nicht spielen. Vielleicht findet man dann irgendwelche Sondervereinbarungen. Ich glaube, auch das ist relativ schnell zu lösen, ja, weil die wollen ja auch, da wird sich ja keiner hinstellen, so, nee, die Saison ist jetzt vorbei, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ja, ne? Also ich meine, da wird ja auch keine, da stell dir mal vor, was für eine negative Wirkung das auch für die Spieler hat, wenn die sich da hinstellen und sagen, nee, also ich würde, ja, kannst du, wir können jetzt natürlich einen Vertrag verlängern, aber wir schon 10% mehr Gehalt haben für die 2 Monate. Ich glaube, das macht keiner. Da geht es auch darum, um solidarisch zu sein. Und wenn sie das dann auch wirklich auch begriffen haben, diesen Solidargedanken, der auch ganz wichtig in diesen Zeiten vollumfänglich ist, dann werden sie auch feststellen, dass es wichtig ist, dass die Liga dann irgendwann wieder beendet wird, weil dann haben sie ja die Möglichkeit, mit guten Leistungen sich immer noch anderen Vereinen anzubieten und so weiter und so fort, ne? Aber, ja, aber, also ganz kurz nur dazu, ich finde es ja toll, dass hier Marvin und auch Basti so ein bisschen diese Fußballromantik und dieses Zusammenstehen, wir müssen das irgendwie schaffen, auch wieder auf den Tisch. Ich finde tatsächlich, dass die heutige Zeit des Fußballs da sehr von profitieren würde. Ich sehe es momentan aber noch nicht. Ich denke eher, dass die Leute dann sagen, ah, jeder will, die Berater wollen dann nochmal richtig, ah, da müssen wir aber Dings, ist jetzt nochmal ein Handgeld fällig. Die Liga ist doch eigentlich heute oder gerade das Fußballgeschäft ist ja eher knallhart und die Verträge, so wie sie da stehen, sind so und alles andere ist im Endeffekt, können wir drüber reden, aber dafür muss nochmal ordentlich die Tasche aufgemacht werden. Finde ich, sehe ich heute eher im Fußballgeschäft als dieses da finden wir schon eine Lösung, wir müssen ja irgendwie weitermachen. Ich würde es mir wünschen, tatsächlich, dass es so wäre, finde aber tatsächlich, dass das eher so dieser alte fußballromantische Glaube oder Umgang wäre. Ich glaube tatsächlich, dass das hier an der einen oder anderen Stelle knallharte Verhandlungen nochmal geben wird und wahrscheinlich auch hinter verschlossener Tür da richtig die Rambazamba abgeht. Glaube ich beispielsweise, es kommt ganz, ganz darauf an, wie schnell die ganze Sache jetzt vorübergeht. Wir sind ja jetzt erst, heute ist fucking Dienstag, wir reden ganz am Anfang dieser Szene, von der wir nicht wissen, wie es noch weitergeht. Ab morgen gibt es in Frankfurt, haben nur noch die nötigsten Geschäfte auf, ansonsten ist hier kein Rambazamba mehr, hier ist dann relativ Schicht im Schacht. Ob sich das in den nächsten Wochen noch weiter verlagert in eine negative Richtung, das heißt mögliche Ausgangssperre, um die Pandemie weiter einzudämmen, das wissen wir auch nicht, passiert hier noch weniger. Und ich sag dir mal eins, dieses Szenario, was du gerade ansprichst, das kann passieren, vollkommen richtig, wenn es wirklich sich um einen Zeitraum von einem Monat oder 2 Monaten handelt. Stell dir aber jetzt mal bitte vor, dass im Oktober wir immer noch nicht gegen den Ball treten können. Dann ist die Sache nämlich ganz anders. Da will keiner mehr einen Vertrag verhandeln, von wegen, ja, jetzt will ich mal Marici absahnen, dann sind die allermeisten froh, wenn sie froh sind, dass der Vertrag zu gleichen Konditionen weitergeht. Also es ist ja halt, und da, stimmt. Das, wir können es momentan einfach nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, das ist genau der Punkt. Das Szenario hat sich nämlich genauso im Kopf, sozusagen, okay, jetzt am Anfang probiert jeder noch irgendwie so sein Territorium abzustecken, zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe ja auch gehört, die UEFA wollte von den Vereinen 275 Millionen Euro, damit diese EM irgendwie verschoben wird. So. Ja, also als Verlustausfall. Genau, so damit, weil die dann die Möglichkeit kriegen. Ich glaube, diese Verhandlungen finden jetzt statt, aber die finden, und wir merken es ja auch anhand vieler Aussagen von Verantwortlichen, dass nicht bei allen Verantwortlichen im Fußball das angekommen ist, so. Also so, ja, das sind Sportler, die können dann auch spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass viele von denen, die jetzt noch probieren, ihr aktuelles Geld beisammenzuhalten und zu sagen, nee, wir geben nichts ab und wir sind hier. Ich glaube tatsächlich, was Marvin sagt, die werden sich umgucken, wenn die Situation sich noch viel schlimmer darstellt, als sie gerade annehmen. Weil dann können die froh sein, wenn die überhaupt irgendwann nochmal Fußball spielen können in dem nächsten Zeitraum. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann können die ihr ganzes Geld, was sie angeblich haben, weil wo kommt das Geld denn her? Das Geld kommt im Endeffekt von uns. So, ich kaufe mir Sky, ich kaufe mir Datsun, ich kaufe mir ein Trikot, ich kaufe mir eine Eintrittskarte. Dieses, klar, da wird natürlich noch ein Restgeld da sein, weil dieses System vollgepumpt ist damit. Aber irgendwann werden die ja tatsächlich auch in Anführungszeichen was liefern müssen. Wenn die das nicht können, dann ist genau das, was Marvin sagt, dann werden die froh sein,
wenn ihre Verträge dann die Leute, die jetzt verhandeln, was ist denn Christian Seifert für jemand? Christian Seifert ist einfach nur ein Vertreter von der Bundesliga. Wenn die Bundesliga nicht stattfinden kann, dann wird der schneller wieder bei MTV anrufen, als ich Viva sagen kann. So. Also das Lustige in dem ganzen Ding ist ja auch, Ende April findet doch auch die Versteigerung von den Übertragungslizenzen für die nächste Saison aus. Wer bietet denn auf eine Lizenz, wo er gar nicht weiß, was er am Ende des Tages kriegt und ab wann er da wieder was kriegt? Das ist ja, ich glaube tatsächlich, dass man, ich finde es auch echt spannend, weil eigentlich müssten wir dann mal im Nachklang zu denken, überlegt euch mal, was wir in 4 Wochen über diese Sendung jetzt sagen. So. Überlegt also sozusagen, ach guck mal, da haben wir noch gedacht, das wäre so und so, keine Ahnung. Und jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Also ja, du weißt überlegt, nicht, ne? Ja. Überlegt ihr euch halt mal was, ich meine, Marvin und ich haben uns jetzt in den letzten Wochen schon noch oft gesehen. So. Und wie oft Marvin und ich, in, egal was wir gemacht haben oder wie uns privat unterhalten haben oder was wir so getan haben, wie schnell sich alles ändert, so. Also zu sagen, ach guck mal, letzte Woche war es noch so. Und dann plötzlich passieren, innerhalb von Stunden passieren Dinge, wo du dich wieder komplett neu mit beschäftigen musst. Und ich glaube, das muss man jetzt in die nächste Zeit mit einspeisen. Ja, auch bei diesen Sachen, so. Das wird noch eine ganz andere Dynamik bekommen bis in den nächsten Wochen. Ich warte auch ganz ehrlich irgendwann drauf, bis die ersten Spieler jetzt auch wirklich mal auf die Barrikaden gehen und auch sagen, weil das ja auch wieder immer wieder so eine Diskussion ist, irgendwie Geisterspiele und das sind ja auch alles irgendwie trainierte Menschen und für die ist das ja nicht so schlimm. Aber man muss halt auch dazu sagen, das sind halt Fußballprofis, die sind zum Teil irgendwie Anfang, Mitte 20. Das einzige Kapital, was die haben, ist einfach deren körperliche Leistung, die die auf den Platz bringen können. Und da stellt sich vielleicht auch irgendwann der Spieler an sich mal die Frage, gehe ich das Risiko jetzt ein? Oder bleibe ich jetzt einfach mit meinem Arsch daheim, weil das ist das Einzige, was ich jetzt gerade irgendwie finanziell dem entgegensetzen kann. Also da wird auch, glaube ich, der ein oder andere nochmal intensiv über das Thema nachdenken und dann kriegen wir auch nochmal eine ganz andere Dynamik in dieses Geschäft. Ja, das ist es ja. Ich meine, im Endeffekt ist es ja tatsächlich so, ich wünsche es ja auch keinem Fußballer, aber ich finde trotzdem zu sagen, okay Leute, da müssen wir irgendwie durch. Und ich meine, ganz ehrlich, wir sind hier auch die Letzten, die wissen, was abgeht. Ich meine, wir können uns auch nur diesem ganzen Zeug fügen und gucken. Und das Ding ist, das Lustige in Anführungszeichen ist ja tatsächlich, dass du das tatsächlich auch bei denjenigen merkst, die es nicht gewohnt sind. So. Also die nicht gewohnt sind zu sagen, ja, ich gucke jetzt mal, sondern die eigentlich immer in diesen Positionen sind, wo sie immer Entscheidungen treffen und wirklich auch knallharte und finanzielle und, also weiß ich nicht, unsympathische Entscheidungen in Anführungszeichen zu sagen im Sinne des Geschäftes. Selbst die müssten jetzt theoretisch, könnten die genau in so einem Podcast wie wir aufnehmen. Sollen sich hier 4 Verantwortliche treffen und sagen, hier, was machen wir? Keine Ahnung. So. Also, das ist ja eine, ja, völlig übergeordnete Situation, die tatsächlich uns alle, und es ist Tag 2 gerade, tatsächlich von diesen, wo wir sagen, okay, die DFL entscheidet irgendwelche Sachen. Ich glaube tatsächlich, dass alles, was jetzt gebabbelt und gemacht wird, das ist nächste Woche wahrscheinlich schon wieder völlig für die Füße oder in einem Monat und dann muss man halt gucken zu sagen, okay, vielleicht sitzen wir im Mai auch da und lachen uns tot, dass überhaupt jemand gedacht hat, dass man im Mai wieder spielen könnte. So, oh, guck mal hier, was haben die sich denn vorgestellt? So, ja, ja, weil es im Mai noch schlimmer ist, weil sich keiner dran hält, nicht rauszugehen. Ja. Das ist halt genau der Punkt, ne? Deswegen, also liebe Leute, ich weiß jetzt schon, es gab ja auch bei, wir haben ja Fußball 2000 jetzt vor 2 Tagen gemacht und da gab es, oder gestern vor einem Tag, gestern auch schon gemacht. Ja, jetzt, ich fange jetzt schon an, die Tage nicht mehr so richtig zu zählen. Mein Gott, ich lebe auch vor mich hin. Alter. Ja, und da gab es ja dann schon ein paar, ihr macht jetzt wirklich eine Folge. Denke ich mir, natürlich, das ist Unterhaltung, das ist Entertainment, wir reden auch über Fußball, auch wenn es jetzt nicht gerade nicht viel zu reden gibt, weil das auch für uns, glaube ich, alle eine gute Ablenkung ist und ich hoffe, für die Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen, ja. Aber wenn du dir jetzt natürlich überlegst, ne, wie das alles weitergeht, ja, und deswegen natürlich ist es halt so, dass wir jetzt gerade daran appellieren, Leute, bleibt lieber mal zu Hause, auch wenn es schwerfällt, ja, weil keiner hat auch Bock, dass der ganze Scheiß weitergeht. Es gibt halt genügend Betriebe, die können nicht anders. Wie gesagt, die ganzen Leute, die in Lebensmittelläden arbeiten, die müssen weiterarbeiten, genauso in Krankenhäusern und so, aber die wird es dann wahrscheinlich irgendwann treffen halt mit Corona. Aber dass wir halt nicht alle, dass wir halt nicht wegen unserer Dummheit genau die Betten, die dann vielleicht bräuchten, in Beschlag nehmen, das ist, glaube ich, auch nicht zu viel verlangt. Ein bisschen Solidarität gehört dazu, dass ich dann irgendwo mein Waschbrot kaufen kann hier und verhalte mich ansonsten halt mal ein bisschen still. Ich weiß, es fällt uns allen schwer, aber es geht halt nicht anders. Ne? Ja. Ja. Es ist tatsächlich, es ist einfach wirklich nicht zu greifen. Immer noch nicht so. Also es ist immer noch nicht
Ich komme mir tatsächlich persönlich so ein bisschen, ich komme mir tatsächlich so ein bisschen persönlich vor, wie ich habe jetzt halt vor gar nicht so allzu langer Zeit Tschernobyl gesehen, ja. Und dann, weißt du, so, da, die wussten ja nichts, ne? Ich meine, die sind ja fröhlich draußen rumspaziert oder so, ne? Ich hatte nämlich letztens mal drüber nachgedacht, weil wir ja in Fußball 2000 drüber gesprochen haben, ob wir sowas schon mal erlebt haben. Natürlich haben wir sowas nicht erlebt. Ich kann mir aber vorstellen, dass in, also gerade zur realen Zeit von Tschernobyl, ich glaube, dass als die Informationspolitik zumindest im westlichen Raum einigermaßen in Ordnung war, dass du dann gedacht hast, scheiße, kannst du jetzt noch rausgehen, kannst nicht mehr rausgehen. Und genau so, also ich, also das ist ein anderes Level, weil bis zum Glück ist es jetzt keine atomare Belastung, die uns noch über viele Jahre verfolgt, aber es ist trotzdem auch so, du musst dich ganz schön einschränken in dein persönliches Leben. Das ist halt einfach so. Ja. Es kommt ja alles dazu, weißt du, also es ist ja dieses... Diese Gesamtsituation, die sich ständig ändert, wo du das Gefühl hast, alle sind wirklich noch in so einer Unsicherheit gefangen, weltweit, das ist ja auch echt krass so, also krasse Einschnitte, das landet ja dann auch bei einem selber direkt so. Also es gibt ja einmal diese große Betrachtungsweise zu sagen, okay, diese Entwicklung beobachtet man, aber du kriegst ja tatsächlich auch von uns, von Freunden, von Umfeld, Familie, die verschiedensten skurrilen Situationen halt. Also es gibt ganz viele Leute, die wirklich Existenzängste haben, man hat selber so ein bisschen, guckt man so, was geht jetzt eigentlich ab. Dann sind es Kleinigkeiten zu sagen, boah, ich habe irgendwie Schiss, dass mir bald die Decke auf den Kopf fällt. Und für mich ist es tatsächlich schlimm so. Ich meine, es gibt Leute, die mögen das so, keine Ahnung, die können gerne mal den ganzen Tag zu Hause so bleiben. Das würde ich jetzt gerade auch gerne können. Ist aber so nicht mein Ding. So, ich bin gerne irgendwie draußen, treffe gerne viele Leute. Also das sind ja trotzdem Sachen, die dich persönlich auch betreffen, zu sagen, ey krass, vielleicht habe ich jetzt in den nächsten 30, 60 Tagen wirklich ein sehr, sehr eingeschränktes Sozialleben. Das ist natürlich im Kleinen, im Großen ist das wirklich unwichtig und das werden wir auch alle überleben. Trotzdem sind es ja Sachen, die dich in deinem Privatleben so begleiten, die tatsächlich auch interessant sind zu beobachten, was die mit einem selber machen. So zu sagen, ach krass, guck mal. Belastend, weil, trotzdem belastend auf jeden Fall. Ja, klar. Du hast dann natürlich auch so die unterschiedlichen Konstellationen. Der eine kommt damit irgendwie gut zurecht, der andere irgendwie nicht. Dann hast du vielleicht auch noch so die Situation, habe ich ja jetzt auch Eltern vorbelastet, die 250 Kilometer weg sind und ich kann jetzt nicht hinfahren, weil ich nicht weiß, ob es ein Risiko ist oder nicht. Ja, genau, das sind ja diese, genau, das sind diese kleinen Sachen, die ich meinte. Die sind in der Gesamtbetrachtung nicht wichtig und das, wie du sagst, aber das ist ja tatsächlich so eine Gesamtgemengelage, die wirklich so ein ganz merkwürdiges Gefühl in einem auslöst, so zwischen, ich will probieren, gelassen zu bleiben, mache ich mir zu viel Sorgen, mache ich mir gar keine Sorgen, mache ich mir zu wenig Sorgen, mache ich jetzt zu viel rum? Ich erwische mich ja auch dabei, selber sauer auf mich zu sein, zu sagen, ey Digga, jetzt beruhig dich mal. Es ist, weiß ich nicht, vor 3 Wochen, als ich noch ganz viele Termine hatte, hätte ich mir gewünscht zu sagen, ich chill jetzt mal 3 Tage zu Hause. Ja, ja. PlayStation, guck Wrestling, so. Aber das ist ja eine psychologische Sache, ganz ehrlich. Wenn ich weiß, ich muss das machen, dann will ich es nicht, so. Also es sind ja ja, so kann ich verstehen. Aber also, bei mir kam noch was ganz anderes dazu. Das kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir kommt aber insofern noch hinzu, dass viele Dinge, die ich total geil finde, auch nicht mehr stattfinden jetzt. Das ja, heißt, oder halt einfach auch nicht mehr genau funktionieren. So. Ja, eben. Ja, aber lass mich nochmal erstmal ausreden. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Das ist nämlich genau der Punkt. Denn ich würde unglaublich gerne Wrestling gucken, ja. Aber, also Fußball könnte von mir aus auch Pause sein, whatever, dann ist es halt so. Aber es funktioniert ja nicht, weil, ja, natürlich kann ich Wrestling gucken, ohne Fans. Und ja. Boah, ist das fürchterlich. Was jetzt mache, ist, dass ich halt alte Sachen zum Teil gucke, aber das ist halt auch scheiße. Ne? Ich habe am Samstag mal versucht, mir 2 Minuten lang die Highlights von SmackDown anzugucken. Ich bin nicht über 2 Minuten drüber hinweggekommen. Das ist ja sowas von absurd. Ja, das ist ja und Wahnsinn. Du musst dir vorstellen, WrestleMania wird so stattfinden. Ja, ich... fürchterlich. Fürchterlich. Also, und es war sogar eine erstaunlich gute Folge, denn sie haben wenig Matches und viel Storylines und Promos gehalten, aber ohne Fans ist halt alles nix. Es ist halt einfach scheiße. Genauso wie Fußball ohne Fans schwierig ist. Ja. Alter, das ist halt alles eine Riesenkacke. Generell der ganze Sport zeigt sich jetzt halt auch sehr eindeutig. Ohne das Drumherum, ohne die Zuschauer, ohne die Stimmung ist es halt auch alles nichts anderes als eine Schmierenkomödie. Das kannst du dir nicht angucken, in keiner Sportart. Ja. Ja, das ist tatsächlich. Aber ganz kurz, Leute, Thema Fußball, Thema Sport. Yes. Wie geht's denn jetzt eigentlich konkret weiter? Trainingsbetrieb ist ja, glaube ich, auch eingestellt momentan. Wie ist das denn? Eintracht nicht ein Laktattest? So ein genau, bei der Eintracht, war heute Laktattest, der ja sowieso immer individuell stattfindet. Von daher ist das jetzt
war das jetzt nichts Außergewöhnliches. Der wäre wohl, so habe ich das dem Bericht entnommen, normalerweise für Ende der Saison vorgesehen. Den haben sie jetzt halt einfach ein bisschen vorgezogen, haben basierend auf diesen Laktattesten, kriegt jetzt jeder Spieler einen individuellen Trainingsplan, mit dem er sich dann quasi zu Hause selbst fit halten kann. Also da wird dann halt sowas dabei sein wie, ja, so ein bisschen hier Cardio-Training, Laufen, Muskeltraining, whatever, was natürlich total runterfällt, nicht nur bei der Eintracht, sondern auch bei allen anderen Vereinen, ist halt so dieses ganze taktische Abstimmen in der Mannschaft, wann spiele ich welchen Pass, wie spielst du im Mittelfeld irgendwie zusammen, also so die Abstimmung untereinander, die fällt halt jetzt für die nächsten Wochen komplett runter, körperlich fit halten werden die sich alle irgendwie können. Ja, gehe ich auch von aus. Was war es? Für Köln hatte ich jetzt gelesen, die kriegen jetzt alle noch irgendwelche Spinning-Räder oder irgendwas nach Hause geliefert. Mhm. Na ja, gut. Okay. Wobei die Frage ist, wie weit die liefern. Kleiner Fun-Fact: Ein Kollege hatte mir heute Morgen erzählt, der sollte heute Morgen eine Waschmaschine geliefert bekommen. Grüße. Was die, genau, zuhören. Ja, das Problem ist, der Lieferdienst hat ihn dann angerufen und hat gesagt, sie wären in 10 Minuten da, aber sie könnten sie halt wegen kontaktlos nicht bis in die Wohnung bringen, sie würden sie im Hausflur abstellen. Scheiße. Ah, fuck. Das hätte mir noch gefehlt. Das hätte dir noch gefehlt. Sahne auf der Torte bei meiner Dame. Überleg dir mal, über was ich mich tagelang aufgeregt habe. Scheiß Waschmaschine habe ich mich aufgeregt. So, was ist? Ja? Ich nehme meine Waschmaschine wieder mit, Alter, wenn alles wieder gut ist. So. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, aber genau, also wie gesagt, Köln haben sie jetzt gesagt, die kriegen irgendwelche Spinningräder, die Eintracht hat jetzt diesen Laktattest gemacht und die Trainer kriegen, oder die Spieler kriegen individuelle Trainingspläne. Also, von daher läuft das jetzt alles erstmal auf der Schiene ab und ist ja auch sinnvoll. Also die jetzt in irgendein Mannschaftstraining zu schicken, auf Biegen und Brechen, kannst du eigentlich auch nicht bringen. Ja? Selbst Dortmund hat es ja erkannt. Ich hatte nur gelesen, dass ja bis 23. März ist, glaube ich, offiziell Trainingspause. Und also bei der Eintracht zumindest. Bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Du kannst davon ausgehen, realistisch, dass die dann auch verlängert werden wird. Also in Abhängigkeit von was dann jetzt eben auch passiert, mit wann Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann oder wann nicht. Aber ich würde mal sagen, das wird jetzt halt einfach auch wochenweise quasi verlängern nach hinten raus. Mhm. Ja. Ja, mit Sicherheit wird sich das auf jeden Fall verlängern. Ich glaube, es gibt da gar keine andere Alternative. Aber gehen wir noch mal ein bisschen zu dem zurück, was Sebastian eben auch schon mal gemeint hat. Also mal weg von dem klassischen Krisenmodus, ein bisschen dahin, wenn wir jetzt dann mal davon ausgehen, dass es halt irgendwann weitergeht, ne? In irgendeiner Zukunft, die ja natürlich aber sich danach bestimmt, wie es dann überhaupt weitergehen soll. Hallo? Was soll das? Fand okay. Knapp auf dem Soundboard. Sorry. Naja, gut. Alles klar. Und okay. Die Frage, die ich mir halt da immer wieder stelle, ist halt, wie machst du das denn? Ich meine, wenn du jetzt wirklich sagst, wir haben ja vorhin schon gemeint, wir würden wahrscheinlich ohne Fans wieder starten. Das ist für mich eine sehr, sehr schwierige Situation insofern, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die Eintracht da großartig gut bestehen kann. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, zu sagen, ganz ehrlich, wenn die Saison jetzt irgendwie zu Ende gewürgt wird, habe ich Angst, dass die Eintracht diesen Schlafmodus, den sie ja teilweise so schon hatte, da erst recht nicht los wird. Also ich hatte das Gefühl, die Eintracht brauchte teilweise immer wieder gerade diese magischen Nächte, wo richtig was abging, um an diese Leistungsgrenze zu kommen. Ich habe Angst tatsächlich, dass das vielleicht dann in der Bundesliga nicht so ist und dass man dann halt vielleicht durch gerade nochmal diese paar Prozent den Unterschied durch diese Krise, dass das vielleicht wirklich dafür sorgt, dass wir wirklich nochmal unten reinrutschen könnten tatsächlich. Also zu sagen, ey, die Eintracht ist sowieso in so einer Phase, wo du wirklich merkwürdige Leistungen hast, dann kommt das jetzt noch dazu. Ja. Ist nicht so. Aber hilft da nicht vielleicht diese Pause, dieser Schnitt, dieses alle können jetzt mal sozusagen wieder auf Null stellen. Meint ihr nicht, dass der Kader generell die Qualität hat, um eben genau dieses Problem, was wir, ja, ich sag jetzt mal über Wochen hinweg mit einer kleinen Unterbrechung kurz nach Beginn der Rückrunde sozusagen hatten, und vielleicht hilft uns sogar diese, ich nenne es jetzt mal blöde Corona-Pause, die wir jetzt hier zwangsweise einlegen müssen, vielleicht hilft es uns einfach wieder so ein bisschen mehr zur Qualität zu finden, weil
ich finde eigentlich, der Kader hat die Qualität vielleicht, oh Gott, ich will es gar nicht sagen, aber dass Bas Dost sogar da mal wieder eine Rolle spielen kann. Das versuchst du auch jede Woche unterzubringen, oder? Ja, ich versuche es auf jeden Fall immer wieder. Ich versuche es immer wieder. Nein, aber wie seht ihr das denn? Könntet uns die Pause da nicht sogar eine gewisse Hilfestellung bieten? Und klar, mit den Fans das Thema, ich glaube, da gehen wir alle d'accord, ohne Fans wird es so oder so richtig schwierig. Aber die Probleme, die wir jetzt hatten, lagen, glaube ich, nicht nur darin, dass jetzt die Fans nicht da waren oder dass sie das nicht motiviert waren, sondern eventuell war entweder im Kopf oder auch der körperliche einfach problematisch. Wie seht ihr das denn? Hilft uns das? Kann uns sowas auch an gewissen Stellen vielleicht sogar einen Vorteil bringen? Also körperlich weiß ich nicht. Körperlich glaube ich nicht unbedingt, dass das ein Problem ist. Für mich ist das wirklich so eine Kopfthematik. Das ist dann aus meiner Sicht so ein bisschen wirklich ein Glücksspiel. Vielleicht kann uns diese Unterbrechung jetzt tatsächlich helfen, dass die Spieler ihren Kopf wegkriegen von dem, wobei dann haben sie wahrscheinlich den Kopf voll mit anderen Dingen, die jetzt auch nicht irgendwie dazu beitragen, dass du dich jetzt mehr auf den Sport an der Stelle konzentrieren kannst. Und ich glaube schon, dass für die Eintracht einfach die Fans wirklich wichtig sind, weil so richtig diese Motivation auf dem Feld aus meiner Wahrnehmung heraus nur in diesen absoluten K.O.-Situationen, wenn da war. Und dann eigentlich auch immer nur in Kombination mit den Fans. Ich meine, du hast ja das Hinspiel gegen Basel gesehen. Das ist ja eigentlich K.O.-Thematik, aber trotzdem irgendwie in der aktuellen Situation und ohne Fans, das war ja nichts. Ja, war gar nichts, stimmt. Aber das ist halt das. Ich hoffe ja, dass wir so ein bisschen aus diesem Rhythmus ausbrechen können dadurch. Weil ich finde es grauenvoll. Ich finde es zwar geil, dass die Eintracht sich von den Fans so anpeitschen lässt und so motivieren lässt. Eigentlich ist es aber auch super traurig, weil die Qualität im Kader eigentlich so ist, dass wir nicht darauf angewiesen sein müssen. Und wir müssen ja auch sagen, die großen Brocken, klar, der ein oder andere harte Spiel kommt jetzt noch, aber wenn es wirklich jetzt wieder aufgenommen wird, die Bundesliga. Aber ansonsten haben wir ja da wirklich auch viele machbare Gegner vor der Brust. Ich weiß nicht, ob es dann nicht sogar, ja, vielleicht sogar diese Pause uns dazu helfen kann, dass wir auch endlich mal wieder von der Qualität aus dem Kader raus mal überzeugen können. Ist, und nicht nur, weil wir uns motivieren. Ja gut, Fakt ist, dass du ganz anders trainieren musst. Also die Eintracht, je nachdem, wann das, wie gesagt, wir reden jetzt einfach über den Zeitpunkt, dass wir wissen, es würde wieder passieren. Ne? Das ist jetzt rein fiktiv, genau. Ne? Ja. Weil kann klar. Natürlich alles sich lang ziehen. Aber gehen wir mal davon aus, es ist irgendwie, wir merken, okay, the curve is flattened, um es mal so zu sagen, ne? Hashtag flatten the curve, liebe Leute. Wenn es geht so ein bisschen wieder in eine bessere Richtung. Das heißt, jetzt wird in 2-3 Wochen beschlossen, okay, jetzt kann wieder mit Fans, ohne Fans gespielt werden, aber es kann gespielt werden. So, die Spieler sind alle fit. So, dann muss die Eintracht sich komplett, auch ihre Trainingssteuerung, komplett darauf ausrichten, ohne Fans zu spielen. Ich glaube, du musst es irgendwie auch versuchen zu trainieren. Natürlich hat die Eintracht gewisse Qualitäten, aber wir haben halt zuletzt gemerkt, dass viele Dinge nicht für sie gesprochen haben. Sowohl die Kontinuität als auch diese Laissez-faire-Einstellung in Momenten, in denen du gedacht hast, jetzt müssten sie mal Leistung zeigen. Und das war ja nicht nur gegen Basel so. Und das müssten sie rausbekommen. Fakt ist, egal wie es läuft, ich finde, das ist halt trotzdem eine krasse Wettbewerbsverzerrung. Also die Tatsache, dass du jetzt halt diese Zeit jetzt hast, dich auch wieder fit zu machen und dass andere Leute zurückkommen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, in welche Richtung das ausschlägt, ob das zu unseren Gunsten oder Ungunsten ausschlägt, aber es ist halt alles, diese krasse Pause ist irgendwie auch so oder so eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass da Prognosen sehr, sehr schwer zu treffen sind, weil ich glaube, die Spieler werden genauso da hocken wie wir. Also die sind ja tatsächlich es auch gewohnt, auch zu trainieren und diesen Wettkampf zu haben. Die wurden da jetzt tatsächlich auch völlig unvorbereitet rausgerissen, haben auch diese ganze Unsicherheit gehabt. Ich meine, die kriegen das ja wahrscheinlich auch nicht viel besser kommuniziert als wir so. Also es landet da von der DFL in der Führungsetage, die werden dann irgendwann den Trainerstab informieren, der dann die Spieler. Also sie sind bei dieser Poststelle auch ganz unten dann so. Und ich glaube tatsächlich, dass man da überhaupt keine Prognose treffen kann, inwieweit das für manche Spieler von manchen Vereinen gut und schlecht ist oder egal ist, so ob die das ausblenden können. Vielleicht gibt es ja auch Spieler, die kriegen das sowieso nicht mit, was auf den Rängen passiert. Manche leben davon. Ich glaube zum Beispiel, Hinteregger ist zum Beispiel einer, der fällt mir als erstes ein, wo ich mir vorstellen kann, den flasht das schon, wenn da geile Stimmung ist. So. Ja. Also dann gibt es vielleicht aber auch Spieler, die, weiß ich nicht, ich kann mir bei Toni Kroos zum Beispiel vorstellen, hat jetzt nichts mit der Bundesliga zu tun, aber das ist der erste Fußballer, der mir einfällt. Ich glaube, dass so ein Iceman
der würde auch bei Geisterspielen gleich spielen. So. Ja. Also der würde seine geilen, ja, der würde einfach diese Balance, die er ins Spiel reinbringen kann, auch so reinbringen. Da müsste man mal die Bundesliga durchgehen und da spekulieren, wer da wie, wo, wann davon profitieren könnte. Ich weiß es nicht. Außer dieser halbwitzige These, die ich aufgestellt habe, zu sagen, dass Vereine, die wirklich nicht mit vielen Fans gesegnet sind, da ist natürlich wirklich Hoffenheim, Wolfsburg und so, dass denen das egal ist, weil die tatsächlich öfters mal vor 10.000 Zuschauern spielen und dann stimmt. Denken, okay, ich muss trotzdem Fußball spielen als Fußballspiel, auch wenn da niemand ist. Wird man beobachten müssen. Ich bete halt nur, ganz ehrlich, wenn es so kommt, dann ist das dann wird es für mich endgültig, war es wahrscheinlich so schon, nach diesem 0-3 gegen Basel, eine Augen-zu- und Durchsaison, so. Ja. Zu sagen, okay, wir müssen den Sommer erreichen, ohne Schaden zu nehmen. Gucken, was im Sommer auf dem Transfermarkt möglich ist, wie die Situation sich da gestaltet. Geht's oder bitte. Ganz normal weiter. Ja. Ja, das ist ja dann natürlich auch noch so ein Ding, was dann jetzt irgendwie hinzukommt. Ich weiß, wir vermischen jetzt Themen, aber es fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, dass jetzt ja auch die ersten nationalen Verbände schon das Aussetzen von Transferfenstern gefordert haben. Ja, aber ja, gut. Ne, das kommt dann. Aber das ist ja wieder so der dritte Schritt vor dem zweiten, bevor ja, der erste überhaupt genau. Klar ist. So. Ja. Ganz ehrlich, Leute, chillt doch mal. Da wird das, also ganz ehrlich, wenn ich momentan nichts weiß, kann ich mir vorstellen, dass man dafür eine Lösung findet. Ja, also, auf jeden Fall. Sozusagen, ne, die Saison geht erst, im September los, aber ihr dürft keine Spieler mehr kaufen. Also ich gehe davon aus, dass sie das anpassen werden. Also. Ja, das stimmt. Ich bleibe aber dabei, es wird für die Eintracht extrem hart, wenn wir jetzt mal in dieser fiktiven Situation bleiben, dass die Saison mit Geisterspielen zu Ende gespielt wird. Das wird wirklich, wie Basti sagt, so eine Augen-zu- und Durchsaison und einfach nur hoffen, dass es eine ganze Handvoll Vereinen gibt, wo die Spieler noch schlechter mit zurechtkommen. Mit der Situation. Mit den, ganz kurz auch nochmal zum Thema, weil Basti, hast vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen gehabt, mit den verschiedenen Szenarien, die eventuell auf dem Tisch liegen, die dann entschieden werden müssen. So zwei Szenarien, die ja, ich sag mal, so ein bisschen populär waren, war ja einmal dieses, wenn es abgebrochen wird, was passiert dann? Ein kompletter Neustart, sozusagen, als wäre diese Saison niemals, ja, als hätte sie niemals stattgefunden. Das ist im Endeffekt dann sozusagen ja eigentlich mit das Fairste, was du machen kannst. Oder zu sagen, du hast keine Absteiger, alle unterklassischen Ligen steigen sozusagen auf, die oberen, die ersten drei oder zwei, ich weiß jetzt gar nicht, wie es dann weiter unten dann aussieht. Und du hast einfach dann größere, zumindest für ein oder zwei Saisons dann einfach größere Anzahl an Teams in den verschiedenen Ligen. Wie seht ihr denn? Wie seht ihr das denn? Was ist da euer Statement zu? Habt ihr da überhaupt euch schon mal Gedanken drüber gemacht oder sagt ihr, ach du Jemine, das ist so weit weg und damit will ich und kann ich mich gar nicht beschäftigen? Weil was passiert, wenn es abgebrochen wird tatsächlich? Und ist das nicht dann wirklich das Fairste, das so zu machen, anstatt jetzt die Saison wirklich darunter zu prügeln und ja, am Ende bleiben dann im schlechtesten Fall noch unsere Lieblingsclub sozusagen auf der Strecke? Tatsächlich habe ich mich mit dem Planspiel in der Zeit, in der alles noch ein bisschen leichter war, sehr gerne beschäftigt. Also ich fand die Idee, zumindest mal darüber nachzudenken, okay, wie läuft das jetzt und wie könnte es laufen, hatte irgendwie einen Moment, in dem es lustig war. Ne? Mittlerweile sehe ich die ganze Sache aufgrund der steigenden Zahlen ein bisschen problematischer. Aber natürlich habe ich auch darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, Basti, wir hatten ja auch drüber gesprochen. Am Ende ist so eine 22er-Liga, auch wenn das krass ist, irgendwie verkraftbar oder auch sinnig, weil du musst ja halt schon die Frage stellen, du kannst ja normalerweise niemanden absteigen lassen, auch wenn man das vielleicht mit Bremen ganz gerne machen würde, ja. Ja, auch hier Hashtag Abwerdern, liebe Leute. Aber das kannst du ja eigentlich nicht machen, weil wenn die Liga abgebrochen würde, dann würdest du diesen ganzen Vereinen, die momentan da unten stehen, aber eigentlich noch eine mehr oder weniger realistische Chance haben, da rauszukommen, würdest du dir die Möglichkeit des Endspurts nehmen, die extrem gewichtig ist. Und die kennt die Frankfurter Eintracht ja auch. Überlegt euch mal, wie es war, als wir mit Kovac die Saison dann beendet haben, ja, seine erste Saison bei der Eintracht. Das war auch ein später Start, der aber zum
Glück auch funktioniert hat. Und sowas können wir anderen nicht tendenziell verwehren. Und deswegen sehe ich nur eine Möglichkeit, dass die potenziellen Absteiger nicht absteigen und diejenigen, die es sich bislang verdient haben, auch wenn wir bei realistischer Betrachtung sagen müssen, dass die ganzen Zweitligisten, also zumindest die großen Namen, bisher sich das kaum verdient haben. Ja, also wenn ich mir da angucke, wie der HSV da hin und her dümpelt, ja, als Tabellendritter, aber muss man fast sagen, dass eigentlich nur Bielefeld momentan eine Mannschaft ist, die es wirklich, wirklich verdient hat. Ich fand diese Idee mit dieser größeren Liga eigentlich anfangs auch ganz charmant. Das war auch so das Beispiel, mit dem ich mich am längsten irgendwie beschäftigt habe. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, okay, keine Absteiger und kein Meister, aber wie entscheidest du dann, wer in die internationalen Wettbewerbe kommt? Plus den Fakt, wenn dadurch, dass jetzt ja die EM auf den nächsten Saison verschoben ist, du ja wahrscheinlich die Liga auch wieder Mitte Mai oder irgendwas beenden musst, um da irgendwie hinzukommen und dann einfach auch diese 8 Spieltage mehr hast, plus diese ganzen internationalen Quali, Drecks, Länderspielpausen, whatever, das wird halt auch einfach ein Programm, was schweinevoll ist, da hast du englische Wochen noch und nöcher, da haben wir es dann wahrscheinlich doch wieder Montagsspiele und ob das so der geile Weg ist, da war ich dann irgendwie nicht mehr so ganz überzeugt. Ja, da hatte ich tatsächlich auch die Gedanken. Also die Lösung, die Marvin jetzt vorgestellt hat, die geisterte ja auch so, schon so ein bisschen rum. Und im Endeffekt ist es ja tatsächlich so, da schützt du dich ja tatsächlich dann auch, weil das ja eigentlich nur ein positives Ding für viele hat. Also es wird sich ja keiner beschweren. Klar, wir im Scherz jetzt, aber es wird sich ja keiner beschweren, weil einer nicht absteigt, wenn dann andere dafür trotzdem aufsteigen. Und das musst du dann halt bis ganz unten durchziehen. Ja. Aber du hast natürlich recht. Da bist du wahrscheinlich auf der rechtlichen Seite, bist du da am sichersten. Weil ganz ehrlich, bei aller Solidarität, aber Dennis hat es ja vorhin gesagt, am Ende, wenn wieder alles sich normalisiert hat, werden wir, befürchte ich tatsächlich, gerade im Sport, das auch schnell wieder vergessen haben. So, ja, dann wird wieder sicher komplett Ellbogen, dann wird es wieder hier und Geld da und Verteilung da, Gelder zu uns, Gelder da. Da werden mit Sicherheit Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, sagen, wo von denen verlangt wird zu sagen, ja gut, das müsst ihr jetzt fressen, das ist nur eine Situation, dann steigt ihr jetzt halt mal nicht auf. Ich bin mir nicht sicher, ob das jeder dann so sieht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich so sehen würde, wenn ich dann Fan von einem Verein wäre, der dadurch betroffen ist. Aber wie du sagst, eine 22er-Liga ist ja schon mal krass. Also das ist ja nicht nur eine Steigerung von 18 auf 20, was immer mal wieder besprochen wurde, sondern dann reden wir über 22. Das musst du dann in einem Jahr durchprügeln und die Frage ist dann, bleibt das dann so für immer? Oder gibt es dann, weiß ich nicht, was passiert, also gibt es dann irgendwie 6 Absteiger und 2 Aufsteiger oder wie ist das dann? Ja, also das ist ja wahrscheinlich auch sinnvollerweise dann irgendwie über 2 Jahre strecken und sagen, dann gibt es halt in den 2 Jahren irgendwie mehr Absteiger, weil sonst hast du ja schon ein relativ, weil die gleiche, du müsstest ja quasi, wenn du jetzt alles in so einem großen Schwung nach oben ziehst und sagst, es steigt keiner ab, es steigen nur welche auf, musst du das ja im selben Turnus im nächsten Jahr auch in alle unteren Ligen wieder runterdrücken, weil ansonsten hast du ja dann so diesen Stau irgendwo in den Ligen dazwischen. Also du musst das ja dann schon durchziehen und das in einem Jahr halt auch wieder zu machen, ist halt auch krass. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die jeden Tag hoffen, dass die das nicht machen müssen. Also ich glaube tatsächlich, die wollen mit aller Gewalt die Saison zu Ende bringen, ja, weil das nämlich genau diese Probleme beseitigen würde. Aber ich finde, die Fans trotzdem verantwortungsvoll, das werden die hoffentlich auch machen, zu sagen, du musst dir Szenarien überlegen und das müssen die halt so beschließen. Und wenn dann halt Vereine dabei sind, die dann irgendwie, weiß ich nicht, man kann ja vielleicht gewisse Dinge auch durch irgendwelche, ja, ich weiß es nicht, vielleicht Entschädigungszahlungen regeln, zu sagen, ey, sorry, dass ihr jetzt halt nicht aufsteigen könnt, weil wir resetten die Saison komplett. Ich, ganz ehrlich, da kenne ich mich tatsächlich mit der Rechtslage auch nicht aus, wie das ist, wenn du eine Saison beginnst, ob dem Verein dann irgendwie garantiert wird, dass sie zu Ende gespielt wird und er dann quasi das bekommt, was er durch diese Saison sich verdient hat oder ob die Vereine da gar nichts machen können. Das wäre mal interessant zu wissen, ob das überhaupt in den Statuten, weil eigentlich müsste es ja jetzt darum gehen zu sagen, okay, da müssen jetzt Juristen gucken, wie da diese ganzen Verordnungen sind und danach wird es entschieden, weil dieses Szenario, dass sowas passieren könnte, ist ja jetzt nicht nur durch so ein Virus, das kann ja auch andere Faktoren sein, die da so eine Rolle spielen. Es wäre mal spannend zu wissen, ob die sich überhaupt vorab schon mal mit dieser Situation beschäftigt haben und wie da die Rechtslage ist, weil da höre ich bis jetzt gar nichts außer Spekulationen so. Ja.
Ja, die Frage hättest du ja dann auch auf Basis von individuellen Verträgen. Wenn du jetzt, das eine ist ja zu sagen, die Saison wird nicht gewertet, du setzt es alles irgendwie zurück und wir machen nochmal den ganzen Rebic von vorne. Und Jovic und Haller müssen alle wieder zurück. Ja, was machst du denn, wenn du in deinem Vertrag als Spieler drinstehen hast, in der Saison 19-20 stehen dir 25 Pflichtspiele zu, die du bestreiten darfst. Und du hast nur irgendwie 20 oder irgendwas. Liebe Grüße an Nübel. Ja, zum Beispiel. Ja, das jetzt mal irgendwie in Verträgen, die heute schon sind, dann ist der Verein ja auch vertragsbrüchig. Auch das musst du ja dann wieder individuell irgendwie klären. Also das ist so ein rechtlicher Rattenschwanz. Das ist echt richtig eklig. Für Juristen gerade, glaube ich. Also der Anwalt, der da irgendwie drin sitzt und da monatlich jetzt aktuell die Rechnung schreiben kann, der freut sich richtig. Lossy for the win, würde ich sagen. Genau. Sollen wir das 93 Legal Team da mal hinvermitteln? Die können da bestimmt mal ein paar beratende Positionen einnehmen. Ja, vor allen Dingen können wir dann Einfluss nehmen und sagen, ja, nee, das, also mit Bremen, das ist schon okay. Ja, also 22 minus 1 und wir hätten da auch eine Idee, wen. Genau, wir suchen einfach die Bundesliga aus, so. Ja. Nee, ja, ich habe keine Ahnung. Wir setzen im nächsten Jahr die 93 Traumbundesliga um. Genau, die wird gewertet. So. Das ist eine große Conspiracy. Nicht. Einfach die 93 Conspiracy. Die ist jetzt, hat eigentlich den Coronavirus erfunden, nur um irgendwie die Traumbundesliga durchzusetzen. Ja. Ja, am Ende profitieren wir alle davon. Naja. Nein, ja, es wird es ist ja tatsächlich trotzdem auch einfach spannend, wenn wir untereinander das diskutieren, merkt man ja tatsächlich auch, dass wir bei allen Szenarien, die wir uns irgendwie probieren auszudenken, auch immer wieder an Grenzen stoßen. Zu sagen, ja klar, das kannst du so machen, aber. Und der allergrößte Faktor ist ja tatsächlich weiterhin, wie lange dauert das? Ich weiß es nicht. Also vielleicht findet man ja auch eine Lösung, die Saison wirklich zu Ende zu spielen, muss dann aber vielleicht in der nächsten Saison irgendwie was finden. Also zu sagen, okay, keine Ahnung, dann dauert diese Saison jetzt bis Oktober so. Mhm. Und die, weiß ich nicht, die Saison, die danach kommt, ist vielleicht nur eine Halbserie, so jeder nur einmal gegen jeden spielt, keine Ahnung. Also, das ist nur eine, ja. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil vielleicht ist das dann einfacher, weil die Vereine es vorher wissen. Also vielleicht kannst du jetzt, wenn du jetzt im Nachhinein sagst, ja gut, wir frieren die Tabelle ein, ihr steigt ab. Vielleicht kannst du es besser durchsetzen, wenn du sagst, okay, egal wann es weitergeht, spielen wir so weiter, wie es gerade ist. Und die Wettbewerber danach werden dann quasi irgendwie so gerafft, dass wir irgendwann wieder in einen normalen Turnus kommen. Mhm. Oder was man auch machen kann, was ja tatsächlich auch europaweit gibt es ja auch tatsächlich schon Unterschiede und es gab auch viele Überlegungen dahingehend, zu sagen, dass man das angleicht, dass man sagt, okay, wir spielen dieses Jahr irgendwie die Saison zu Ende und ab dann gibt es halt Saisons, die mit dem Kalenderjahr beginnen. Das geht ja auch. Meine Bundesliga-Saison ist ja auch kein Naturgesetz, sondern du kannst sagen, gut, dann geht am 1.1.2021, also nicht da direkt, aber beginnt damit, ist quasi eine neue Saison, dann wird ab jetzt im Kalenderjahr gespielt. Das kann ja auch, also könnte man ja theoretisch auch machen. Dann ist die Rückrunde halt im Winter so. Du könntest auch überlegen zu sagen, wir spielen die Saison in diesem Jahr irgendwie zu Ende und die Folgesaison wird nicht in so einer klassischen Saison, sondern in so einem kleinen Turniermodus oder irgendwas ausgespielt, dass du einfach das Ding auch in schnellerer Zeit irgendwie rumkriegst, weil die Variante zu sagen, du spielst nur eine Halbserie, das ist ja auch wieder die Frage der Wettbewerbsverzerrung für die Mannschaften, die zu Hause spielen und die halt auswärts spielen. Oder du müsstest alle Spiele auf neutralem Boden austragen. Auch schwierig. Ja. Es ist, wie wir es drehen und wenden. Wir haben jetzt hier echt interessante Optionen besprochen. So richtig zufrieden sind wir wahrscheinlich mit keinem, ja. Aber es ist trotzdem interessant, dass wir uns mal die Gedanken machen, weil genau diese Gedankenspiele werden wahrscheinlich auch in der Führungsebene irgendwie gerade behandelt. Ich weiß nicht, was Karl-Heinz Rummenigge da im Kopf hat. Bei dem sieht es ja auch eher so aus, als wäre da nicht ganz so viel im Stübchen. Muss ich ja tatsächlich auch mal aktuell loben, dass jemand wie Uli Hoeneß, den ich ja schon irrlicht in der letzten Zeit bei Doppelpass-Sendungen habe anrufen sehen, wo ich gedacht habe, alter Falter, was ist mit dem los? Den muss man vor sich selbst schützen. Muss ich aber tatsächlich sagen, der war in der letzten Zeit sehr, sehr gut drauf und hat gute Aussagen gemacht. Ja, also auch da, ich meine, ich kann nicht immer nur das Negative, ich muss auch das Positive sehen. Das ist korrekt. Ja. Sehr gut. Ja, ich glaube, da werden viele Planspiele momentan von links nach rechts geschoben und die, wie Basti vorhin schon gesagt hat, das, was die sich heute ausdenken an möglichen Plänen,
tun sie in der Gewissheit, dass das wahrscheinlich in 2 Tagen alles wieder total für die Tonne ist und komplett nochmal neu von vorne angefangen werden kann. Ja, es ist ganz ehrlich, man muss tatsächlich auch dann den Leuten sagen, es ist für die auch nicht so einfach so. Also es ist tatsächlich, es gibt ja oft Sachen, wo man sagt, ey Leute, das ist doch klar so, wie kann das sein? Aber hier kannst du ja dich nicht mal, wie Fußballfans und wir das auch manchmal gerne machen, so 9-mal klug hinstellen, so ist ja klar, so muss man es machen. So, also es ist ja nicht mal so, dass du irgendwie jemanden jetzt schnell kritisieren kannst, außer natürlich, wenn die komplett ehrlich dann darum schwadronieren von wegen, keine Ahnung, Sportler sind ja so gut trainiert, hier kann nichts passieren. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin da für den Profisport tatsächlich, aber zuversichtlicher als in anderen Bereichen, muss ich sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass man da eine Lösung findet, weil es, wie gesagt, diese ganzen Sachen sind alles keine Naturgesetze und wenn, wie gesagt, wenn keine Bundesliga stattfindet, die Leute werden tatsächlich nicht ums Leben kommen, so. Und dann muss man halt gucken, was man macht, so. Ich glaube tatsächlich, dass es in anderen Bereichen schwerer wird, aber gut, wir reden hier über die Eintracht. Um bei der Ausgangsfrage zu bleiben, wo wir wieder abgeschweift sind. Ich glaube, dass es für die Eintracht ein Nachteil ist, wenn wir ohne Zuschauer die Saison zu Ende spielen müssen. Ja, und momentan, wir reden ja nur über die Bundesliga, die verschoben wird, aber Fakt ist ja auch, dass nicht nur die Bundesliga verschoben wird auf unbestimmte Zeit, sondern das Gleiche ja auch mit der Champions League und natürlich auch mit der Europa League passiert. Und trotz der Tatsache, dass die Eintracht ja 0-3 zu Hause einen auf den Deckel bekommen hat gegen Basel, zu Hause in Anführungsstrichen halt ohne Zuschauer, werden die irgendwann das Rückspiel wahrscheinlich auch nochmal anpfeifen müssen. In einer ganz, ganz merkwürdigen Situation. Ich glaube, noch nie hat es so lange gedauert, Hin- und Rückspiel einer Europa League aufeinandertreffens. Das wird, glaube ich, für beide Seiten nicht einfach. Ist eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Auf jeden Fall ein extremes Novum. Aber es ist interessant, wie oft wir eher über die Bundesliga sprechen als über die Europa League. Ist mir jetzt eben nur mal aufgefallen. Ja, und auch das ist ja dann auch wieder mit Blick auf die Eintracht die Frage, wie sinnhaft ist dieses Spiel, dieses Rückspiel dann für eine Eintracht noch, wenn du dann vielleicht wirklich in dieser Situation bist, dass du irgendwie diese Bundesliga Saison unbeschadet über die Bühne bringen musst und dann musst du noch dieses Rückspiel irgendwie austragen, wo du vielleicht dir noch weniger Chancen tatsächlich ausrechnest und dann die Frage ist, ob du damit jetzt noch den Blumentopf gewinnen kannst, wenn du dieses Spiel halt noch machst. Naja, ja. hat schon alles gegeben und ich würde auf jeden Fall, also jetzt das abzuschenken an der Stelle wäre. Nee. Da ist die ganz stille Hoffnung, die ich habe, wenn alles wieder gut ist. Ja. Und wir sagen, das wird so weit verschoben, bis man wieder mit Fußball, mit Fans spielen kann, dass wir dann voller Euphorie mit 40.000 Mann vor dieses Stadion gehen und 10.000 kommen irgendwie rein, dass die Eintracht 4-0 in Basel gewinnt. So. Also das ist. Aber es ist doch dann wahrscheinlich eh noch in Frankfurt, oder? Ja, wenn wir damit gespielt werden kann, dann kannst du auch in Basel wahrscheinlich spielen. Also wenn alles wieder normal ist. Das wäre doch lustig. So zu sagen, okay, das wird so weit, bis wieder alles normal ist und dann ist das quasi unser erstes Spiel in die Normalität zurück und dann die Eintracht gewinnt 4-0 in Basel, kommt ins Viertelfinale und wir fahren an nach Manchester danach. Bisschen träumen sein. Ja. Bisschen positiv. Ja, warum nicht? Man auch verbreiten. Ja, klar. Wenn wir über den internationalen Pokalwettbewerb reden, dann müssen wir natürlich auch drüber reden, dass wir auch den nationalen auch noch, der muss ja auch noch irgendwie zu Ende gebracht werden. Dann. Das stimmt ja. Ja, der FB-Pokal gegen die Bayern ist auch noch da. Also verrückte das Zeit. Ist noch interessant. Voller Kalender. Krass. Schon wieder komplett verdrängt, ey. Ja. Na ja, gut. Okay. Ja, René, du bist der Moderator. Vielleicht ich bin der Moderator. Vielleicht können Marvin und ich, wenn es gerade hier irgendwie so eine kurze Pause ist. Ja. Wir hatten bei Fußball 2000 haben wir den Vorschlag bekommen vom Ralf, liebe Grüße. Der vorgeschlagen hat, ich kennt ja alle diese Videos, die rumgehen, wo Leute, die zu Hause bleiben, aus den Fenstern gucken und singen zusammen. Ralf hat da vorgeschlagen, vielleicht hat ja der ein oder andere Bock, ich fände es auf jeden Fall lustig, wenn am Samstag um 15.30 Uhr alle, die zu Hause rumhängen müssen, einfach um Punkt 15.30 Uhr ihr Fenster aufmachen und einfach zumindest im Herzen von Europa alle zusammen singen. Vielleicht gibt es da ja Nachbarschaften, wo viele Hörer auf engem Raum wohnen und wir vielleicht das ein oder andere lustige Video schaffen. Ich werde es bei mir am Balkon probieren. Ich bin gespannt, ob ich den einen oder anderen finde, der mitsingt. Wir werden das bei Fußball 2000 morgen auch nochmal dazu aufrufen. Vielleicht geht's ja. Das wäre zumindest eine kleine, lustige Eintracht-Frankfurt-verbindende Aktion. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch eine geile Idee. Klingt sehr gut. Eine richtig
Richtig geile Idee. Danke an Ralf, dass er die Idee hatte. Eine richtig coole, coole Sache. Vielleicht kann man dann um 15.30 Uhr am Samstag alle mal ja, einstimmen. Ja, und vielleicht hört man sich, ja. Ansonsten gibt es wahrscheinlich viele, die sich dann wundern werden, aber ist doch auch mal nicht schlecht. Ja, ich muss gucken, ob ich das machen kann. Ich bin hier umgeben von Kölnern und Gladbachern. Das könnte schwierig werden. Dann erst recht. René. Ich tue mein Bestes. Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist so das Aktuellste, was wir zu dieser Bundesliga-Saison jetzt hier in der heutigen Zeit sagen können. Aber so ganz ohne Fußball diese Folge hier zu machen, ist dann vielleicht auch irgendwie, oder ohne gespielten Fußball zu machen, ist dann vielleicht auch irgendwie blöd. Deswegen lasst uns doch mal zurückschauen auf die Saison von vor 20 Jahren, wie der 26. Spieltag damals abgelaufen ist, weil der wurde ausgetragen. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga! Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, und wir sprechen da über den 26. Spieltag der Saison 99-2000. Die Eintracht musste damals ran gegen Schalke, die wir heute auch schon erwähnt haben, und zwar in Schalke. Die Eintracht zum damaligen Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz und war dabei zu versuchen, von diesem wieder wegzukommen, und Schalke dümpelte irgendwo so im Mittelfeld der Tabelle rum. Und dieses Spiel war ein ganz hervorragendes Fußballspiel. Es ging nicht am Ende 0-0 aus. Und wenn man dem Spielbericht glauben darf, dann war das auch mehr Glück als Verstand für die Eintracht, weil Schalke von der ersten Minute an da sehr aktiv unterwegs war, aber es irgendwie nicht geschafft hat, diesen Ball über die Linie zu drücken. Was an vielen Stellen auch daran lag, dass wir einen ganz hervorragenden Libero auf der Eintracht-Seite hatten, nämlich den Herrn Hubchev, der da ganz viel Torchancen irgendwie vereitelt hat. Und wie haben Sie es so schön gesagt, viele Fehler seiner Kollegen ausbügelte und Löcher stopfte. Geil. Peter Hubchev, so eine Legende. Der Hübscheste war er nicht, aber auf jeden Fall jemand, mit dem man gut Fußball spielen konnte und der auf jeden Fall ein Charakterkopf war, will ich mal meinen, aber auch wirklich echt einer meiner Lieblingsspieler damals. Darf man nicht vernachlässigen, Hubchev, einer der glorreichen bulgarischen Nationalspieler gewesen, die, glaube ich, auch dabei waren, als die Bulgaren die Deutschen rausgeworfen haben, in den USA, ja, und dann ja auch beim HSV gewesen. War echt ein Spieler, bei dem ich damals gedacht habe, ach cool, dass der bei der Eintracht spielt. Nicht so, oh Gott, was macht der bei der Eintracht, sondern, oh geil, der ist bei der Eintracht. Der war aber auch lange bei uns, oder? War auf jeden Fall dann auch mal Trainer der zweiten Mannschaft, soweit. Von 96 bis 2003. Das ist schon ein bisschen was. Genau. Was macht Peter Hubchev jetzt? Das können wir gleich vielleicht noch gucken. Jetzt gucken wir erstmal auf die komplette Aufstellung der Eintracht. Wir haben gespielt mit Heinen im Tor und dann Hubchev, wie gesagt, als Libero, davor Rasiewski, Gracht und Kutschera, der in der 46. Ausgewechselt wurde. Dafür kam damals dann Schneider rein. Davor Schur und Weber, auf den Außenbahnen Gebhardt und Sobotzik und davor Held und Reichenberger ganz vorne im Sturm. Nicht sehr mutig, muss ich sagen, diese Aufstellung. Na, nicht so richtig. Allerdings, ja. Nicht so richtig. So, Sobotzik wurde ausgewechselt, dafür kam Salou und Reichenberger wurde ausgewechselt, dafür kam Guimier. So, und dann haben wir Schalke, die gespielt haben mit Reck im Tor. Davor liebe Grüße. Waldoch und als Libero und davor die Dreierkette Eigenrauch, Nemetz und Legert. Thorsten Legert, liebe, liebe Grüße. Thorsten Legert. Wahnsinn. Und ein Armdrücker. Backpfeifen-Wettbewerb. Ich habe es in 93 gehört. Ich muss mir dieses, gibt es da irgendwo ein Video dazu, wo man sich es das anguckt? Es gibt tatsächlich, glaube ich, ein Video oder zumindest ein Bild. Also es war folgende Situation. Thorsten Legert ist ja, sag mal so, offen für viele Dinge, um sich irgendwie zu präsentieren, sage ich mal, in verschiedensten Arten. Eine seiner neuesten Ideen war tatsächlich, nach Sibirien zu reisen, um an einem Backpfeifenwettbewerb teilzunehmen. Wo Leute sich tatsächlich gegenseitig richtige Schellen geben und dann gewinnt halt irgendwie einer. Ich weiß nicht ganz genau, wie der Modus ist. Wahrscheinlich bis sein Umfeld.
wollte dort teilnehmen. Ist auch ein harter Hund, hat auch, glaube ich, schon beim Promi-Boxen mitgemacht. Lustige, skurrile Situation war, er ist tatsächlich dahin gereist, hat sich in diesen Wettbewerb angemeldet, hat sich auch irgendwie so ein abgeschnittenes Sakko angezogen, also sehr, sehr spektakulär, hat er da sein Ringoutfit gehabt. Als er dann allerdings seinen Gegner erblickte, hat er ein bisschen Schiss bekommen, habe ich das Gefühl. Problem war die Sprachbarriere, glaube ich. Also er konnte seinem Gegner nicht direkt klar machen, hier, hör mal zu, ich will das doch nicht machen. Was zu sehr, sehr skurrilen Szenen geführt hat, und der Abschluss dieser Szenerie war tatsächlich, dass er die Hand von seinem Gegner genommen hat, die mehrfach geküsst hat, um ihm so zu zeigen, hier Digga, du hast auch, ohne dass du mir jetzt in die Fresse haust, diesen Kampf gewonnen. Sensationeller Ausflug auf jeden Fall, hat sich gelohnt für Thorsten Legert, liebe Grüße. Eine Sache, ja. Oh, sehr gut. Mann. Es ist ganz merkwürdig, weil, ich meine, wenn du dich einigermaßen mal bezüglich des Backpfeifenwerks, da weißt du doch, was die Uhr geschlagen hat, oder? Ja. Da siehst du ja Best-ofs, da hast du echt schon Angst, hast du schon Phantomschmerzen tatsächlich. Ja. Yeah. Also ich wollte gerade sagen, dann kannst du dir auch ungefähr einschätzen, was du da für Gegner hast, wenn du da irgendwie so einen sibirischen Bauarbeiter vor dir hast, der irgendwie Hände hat, so groß wie so ein Pizzateller. Da musst du doch gar nicht erst hinfahren, das weißt du vorher. Also, keine Vorurteile hier, ne? Also, wenn ich, der Lossi ist Rechtsanwalt, seine Pranke hätte ich auch nicht ganz gern in der Fresse. Also, das muss man auch sagen, ne? Ist ja auch sibirischer Bauarbeiter im Waldberuf. Ne? Könnte er zumindest sein. Ja. Ja. Okay. Grüße bitte. Ja. Thorsten Legert, eine absolute Granate. Wer es noch nicht gesehen hat, es gibt auch dieses wunderbare YouTube-Video, wo er auf der Terrasse steht mit seinen zwei Söhnen und versucht diesen komischen, was ist es, skandinavischen Schimmelfisch da zu essen. Also wer starke Nerven hat und sich sowas angucken kann, ist auch immer wieder lustig. Ich bin tatsächlich irritiert, dass wir teilweise so wechselhafte Spieler da haben. Also ich muss ja echt sagen, vielleicht bin ich da so ein bisschen negativ geprägt, aber also ich fand den Reichenberg, selbst wenn er Tore geschossen hat, das ist doch eine Null gewesen. Also da ja, war jetzt doch kein Bundesligaspieler. Ich habe auch diese Aufstellung, so Mutzel und so, da denkst du, was hat die Eintracht sich da denn gedacht? So. Ja, ohne Scheiß. Ja, das war aber schon die letzten Wochen auch immer, wenn wir uns auf die Spieltage angucken, die Aufstellungen waren ja immer eher so schwierige Kosten. Da waren schon ein paar dabei, wo du denkst, uiuiui. Ja, also ich meine, die würden heute eventuell nicht mehr in der allerhöchsten Spielklasse ankommen. Nee, also ganz ehrlich, also ich glaube ganz ehrlich, so ein Thomas Reichenberger, der würde heute genauso wie ein Chen Yang seine Probleme bekommen, im Profifußball tätig zu werden, ja, und also ich meine, es gibt immer so, hast immer so feine Füße wie ein Rolf Grissel Kiermier, auf jeden Fall, also Bozic hat sich ja wirklich auch super etabliert, ist auch echt einer meiner Lieblingsspieler früher gewesen, aber also sonst da vorne, das ist schon, boah, das muss man schon mögen tatsächlich. Wir waren gerade immer, glaube ich, auch noch mitten in der Ausstellung von Schalke. Also Eigenrauch, Nemetz, Legat auf der Abwehr, Kmetsch, Wilmots, Kampuis im Mittelfeld und davor Latal, Sand und Mpenza. Also Sand und Mpenza, die würden vielleicht auch heute noch Bundesliga spielen. Also da hat die Eintracht tatsächlich noch Glück gehabt, muss ich sagen. Ja. Emil Mpenza war schon ein geiler Stürmer. Sehr explosiv, neben dem Platz ab und zu mal ein bisschen vielleicht neben der Spur, aber ja. Den mochte ich immer sehr, sehr gerne. Also der war, an dem seine Spielweise erinnere ich mich sogar heute noch so. Also der hat so eine sehr, sehr unique Motorik gehabt, die tatsächlich ein paar Tore reingepowert hat. Also, ja, also er hat für Schalke noch lange gespielt, oder? 2,5 Jahre für Schalke. Und hat aber in den 2,5 Jahren wettbewerbsübergreifend in 34 Spielen auch 33 Tore gemacht. Das ist schon eine Quote, die nicht so schlecht ist. Er hat nur das traurige Schicksal wie so viele genommen und irgendwann beim HSV gespielt. Ich wollte gerade sagen, er war kurz bei Lüttich und ist dann zum HSV gegangen und da sieht es halt wieder anders aus. Falsch abgebogen. Ja, 41 Spiele, 7 Tore für den HSV, das war dann nicht mehr ganz so ein dunklen Twist in seine Karriere genommen. Ja, es ist ganz merkwürdig, weil das halt echt ein Spieler war, was sie sagt, ist ja vollkommen richtig. Es war irgendwie also auch ein Spieler, von dem du immer gedacht hast, boah, das ist aber ein geiler Typ irgendwie, ne? War auch lange dabei, ist aber unfassbar viel rumgetourt, ne? Hier, dann irgendwann zu Man City, dann ist er nach Sion gewechselt. Ich weiß, irgendwann hat sich seine Spur dann für mich zumindest verloren, als er dann mal nach Aserbaidschan gewechselt ist. Da habe ich ja gedacht, na gut, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht so genau. Aber es war immer ein Spieler,
mit einem hohen Potenzial und auch wirklich einem guten Talent, also einer eigenen Bewegungsphysik, das muss ich echt schon sagen. Das war ein Spieler, der würde heute tatsächlich wahrscheinlich auch noch funktionieren. Ich glaube, ja, Nemetz tatsächlich würde ich auch heute noch sehen. Also, weil ich glaube, so ein Nemetz, der ist zwar jetzt nie, der ist nie so der absolut feine Fuß gewesen, aber die Spieleinstellung von dem, die hat mir früher immer sehr imponiert. Ich habe den sehr, sehr gerne bei Schalke gesehen. Erinnert ihr euch noch an Jiří Nemetz? Ja, also Nemetz könnte ich tatsächlich auch, würde ich bedenkenlos, in unser aktuelles defensive Mittelfeld auch einreihen. Also Fernandes, Kor oder Nemetz ist dann auch egal. Ich wusste, das gerade nochmal kommt. Corona. Ja, naja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, gut, tatsächlich. Nee, aber ich weiß. Aber fast ein Lob für Chor, ja. Ja, man braucht auch solche Typen in der Mannschaft. Kämpfer. Ja, auf jeden Fall. Yes. So, wir wollten. Voll, jetzt habe ich diesen scheiß Apple-Sandohrwurm, Alter. Sand. Naja. So, wir wollten ja noch gucken, was der Herr Hubchef aktuell macht. Finden wir dazu was? Ja, in der englischen Wikipedia ist doch ein Eintrag. 2002 Co-Trainer der bulgarischen Nationalmannschaft und hat mitgeholfen, als die Bulgaren sich 2004 für die Euro qualifiziert hat und ist da auch eine ganze Zeit lang Co-Trainer geblieben und ist dann 2009 in den Ligabetrieb in Bulgarien als Trainer gewechselt. Ja, bis 2016 und dann freigestellt und dann weiß man nichts. Hubchef. Schon unattraktivere. Aber Hubchef, ich habe gedacht, Hubchef wäre noch Trainer. Der ist doch noch Trainer. Guckst du nur nach. Der ist doch noch Trainer. Der ist doch bei Levski Sofia. Das ist jetzt, René ist jetzt weg. Nee, ich mache jetzt hier den David. Ich habe mich jetzt hier in der Wikipedia eingelesen. Ich komme jetzt erst in 3 Wochen wieder. Ah, du guckst Wikipedia. Ja, ja, da musst du vielleicht das englischsprachige Wikipedia. Ich glaube nicht, dass das deutsche. Ja, bin ich ja. Dass die ganz schnell sind und sagen, oh Gott, der Hubchef, das müssen wir jetzt aktualisieren hier. Ja, genau. Da steht als letzter Satz drin, Hubchef was released from his duties in April 2016 following a 0-2 home loss against CSKA Sofia. Genau, wenn du dann weiter rechts guckst, Teams managed 2019 till Levski Sofia. Ah, siehst du, da habe ich natürlich nicht hingeguckt. Ich habe nur auf den Text geguckt. Deswegen bist du der schlaue Fuchs und ich nicht. Nein, nein, ist gut. Aber der Hubchef, ja. Auf jeden Fall unerfolgreichere After-Karrieren, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Ne? Also da gibt es ganz andere. Ja. Geiler Typ irgendwie. Also, FV Bad Vilbel war auch mal eine Zeit lang als Trainer unterwegs. Sehr gut. In Vilbel. Großartig. Ja, also hat seinen Weg gefunden. Grüße bitte. Wer auch immer ihn kennt, möge bitte Grüße ausrichten, genau. So, habt ihr noch Empfehlungen oder biegen wir jetzt so ein bisschen in die Zielgerade an? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei mir und auch bei euch ist so ein bisschen die Luft raus. Es ist alles irgendwie eine sehr anstrengende Situation gerade. Ich bin jetzt eigentlich gerade erst warm gelaufen. Gut, dann legen wir jetzt, machen wir jetzt weiter. Marvin übernimmt jetzt hier und wir reden jetzt über was wollen wir jetzt reden, Marvin? Ich kann was empfehlen, was mir zumindest momentan so ein bisschen abends die Zeit verdrängt, ist tatsächlich das WWE Network. Okay. Aber genau das, was Marvin auch vorhin ein bisschen angesprochen hatte, alte Sachen zu gucken. Also es gibt tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viele Dokumentationen auf dem WWE Network. Diverse 90-minütige Dokumentationen über verschiedenste Wrestler, Triple H, Batista, die Dudley Boys, Paul Heyman und so. Also ich glaube, die habe ich mir jetzt schon 50% schon alle reingebrettert in den letzten Tagen. Das ist tatsächlich was mich momentan so ein bisschen ablenkt, weil es tatsächlich auch Wrestling-Zeiten beleuchtet, die ein bisschen spannender waren als die heutigen, zumindest was die WWE betrifft, auch als noch Zuschauer erlaubt waren, muss man ja sagen, ist nicht alles komplett rund gelaufen. Also so habe ich gestern geschaut. Ich habe mir gestern die Story von Edge zum Beispiel angeschaut.
seine Anfänger, dann zeigen die, was er in der Kindheit gemacht hat, wie er zum Wrestling gekommen ist und was, wie sein Run so war. Natürlich gibt es über The Rock auch eine, die habe ich schon mehrfach gesehen. Ist zumindest mein aktueller Zeitvertreib, muss ich sagen. Okay. Wenn ich abends rumliege und nichts anderes kommt. Hm. Ja. Das kostet gute Zehner im Monat, ne? Ja, ja, ja. Ich meine, ganz ehrlich, lohnt sich jetzt gerade, weil beispielsweise, nichts gegen The Zone, viele Grüße an die Jungs, aber da läuft halt gerade einfach nichts, ne? Musst du dir halt auch mal die Frage stellen, ne? Du hast halt The Zone gerade, was soll da laufen? Es gibt keinen aktuellen Sport, ne? Jetzt haben selbst die Russen jetzt irgendwie ihr Programm jetzt mal eingeschränkt und machen jetzt nichts mehr. Ja, da geht halt einfach nichts, ne? Und was sollst du da übertragen? Und dann kannst du das Geld auch mal nehmen, kannst dir einfach das WWE-Network mal geben und schaust mal rein, was da in den letzten Monaten, Jahren so passiert ist. Und gerade diese Dokus sind ja extrem gut gemacht. Also das macht ja riesig Spaß. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die WWE komplett ihr Engagement eher auf die Dokumentation richtet und eigentlich den aktuellen Sport ein bisschen außen vor lässt, weil das Produkt aktuell ist jetzt nicht so gut wie diese ganzen geilen Dokus. Ja, es ist tatsächlich so. Aber was halt auch wirklich eine Möglichkeit ist, wer weiß, wie lange das alles noch geht und nicht wirklich was Krasses stattfindet, man hat tatsächlich auch einen richtig krassen Zugriff auf ganz, ganz viele Shows. So, also wenn man wirklich Wrestling interessiert ist, kann man sich zum Beispiel, weiß ich nicht, du kannst theoretisch die Raw-Ausgabe Nummer 1 schauen und einfach nochmal komplett neu anfangen und gucken, wie sich Shawn Michaels zum Beispiel entwickelt hat über die Jahre. Also du kannst einfach so tun, als wäre das der aktuelle Stand. Habe ich teilweise tatsächlich auch gemacht. Ich habe mich so ein bisschen durch die Attitude-Era so quasi geguckt so und habe so getan, okay, montags Raw, donnerstags Smackdown und dann ist einmal im Monat ein Pay-Per-View. Kann man damit tatsächlich machen. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr viel Content, der da geboten wird. Natürlich immer vorausgesetzt, man interessiert sich für Wrestling, was bei mir Gott sei Dank der Fall ist. Ja, sehe ich ganz, bei mir natürlich auch. Deswegen finde ich deine Empfehlung natürlich gut. Es gibt momentan, liebe Leute, wir müssen uns natürlich jetzt auch überlegen, wie überstehen wir die kommenden Monate, ne? Und deswegen werden wir jetzt einen Empfehlungskanon jede Woche neu raushauen mit neuen Dingen, die wir euch empfehlen können, weil wir sie selber geguckt haben, hoffentlich, ja? Und wir haben ja eben wir sind in den letzten Wochen schon die ganzen Podcasts durchgegangen. Auch jetzt können wir euch immer noch den Drosten-Podcast über das Coronavirus, über das wir vorhin gesprochen haben, immer noch wärmstens ans Herz legen, ja? Da passiert immer noch viel Gutes, viel Informatives. Es ist jemand, der auch sehr reflektiert über seine eigenen Aussagen berichtet, die gegebenenfalls korrigiert, weil der Wissenschaftsstand dann ein neuer ist. Also das ergibt weiter ganz, ganz viel Sinn. Wir leben in der Zeit, in der wir aktuell auch sowieso viele Podcasts konsumieren, Basti. Wir alle machen ja auch relativ viele Podcasts, also die könnte ich euch auch natürlich ins Herz legen. Was ich ganz cool finde, ich bin gespannt, wie oft ich dazu komme, das wirklich auch zu verfolgen, ist, dass Fest und Flauschig in Zeiten von Corona jetzt ab morgen, glaube ich, jeden Tag einen Podcast macht. Ja, da merkt man tatsächlich auch, dass der Jan Böhmermann, der sich ja jetzt auch eigentlich schon Anfang dieses Jahres erstmal freigenommen hat bis zum Herbst, mal schauen, ob das dann wirklich nur der Herbst wird, dass er jetzt extrem viel Zeit hat, ja, und die beiden dann auch noch zu Hause rumhängen, also ich glaube, das kann auch noch spannend werden, das sind so viele Sachen und wenn wir noch beim Wrestling bleiben, kann ich euch natürlich nur das WXW-Network empfehlen, ich war ja letzte Woche, bin so froh tatsächlich, dass wir noch beim WXW 16 Karat Gold waren, ja, was ja eine unfassbare Veranstaltung war, über 3 Tage, ersten Abend 1300, zweiter Abend 1600 und dritter Abend auch nochmal 1300 Zuschauer, ja, wie froh bin ich, dass wir das alles irgendwie noch durchziehen konnten und wenn du dir das Produkt jetzt anschaust, das ist absolut herausragend, du kannst dir jetzt komplett angucken, auch mit Entrance und so weiter und so fort, tolle Matches, gut erzählte Storylines, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der ein bisschen Bock hat, sich mal in Wrestling reinzuarbeiten oder vielleicht auch mal anderes Wrestling zu sehen, das ist echt eine gute Sache und jetzt bin ich gespannt, was der Dennis noch für wunderbare Empfehlungen hat. Ich komme leider momentan zu gar nichts. Zu gar nichts. Ja. Ich komme leider zu gar nichts. Dementsprechend kann ich auch nichts empfehlen. Außer natürlich, doch, ich habe eine Empfehlung an euch alle, nämlich nehmt euch die Zeit mit euren Liebsten. Es ist Zeit, auch wenn man, es klingt so blöd, wenn man sagt, man muss sich auch mal wieder auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren und so eine Krise führt ja immer dazu, dass man mal so alles hinterfragen kann. Nehmt euch die Zeit. Auch wenn natürlich Abstand gegeben sein muss unter gewissen Umständen. Ihr könnt euch nicht mit euren Freunden treffen etc. Aber heute gibt es ja so viele Medien. Meldet euch mal wieder bei Leuten, wo ihr euch lange nicht gemeldet habt. Schreibt mal, nutzt die Zeit, die ihr momentan habt, um einfach auch mal wieder alte Kontakte vielleicht mal zu reaktivieren, mal zu hören, was ist los. Einfach nutzt einfach mal
geht ein bisschen in euch und schaut, ob nicht ein oder andere alte Bekannte mal wieder am Handy sich über eine SMS oder einen Anruf freuen würde. SMS, oh Gott, WhatsApp natürlich oder sowas. SMS benutzt wahrscheinlich kein Mensch mehr heute. Ja, auf jeden Fall. Fax schreiben. Ja, richtig. 1,99 €. Ich wollte es gerade sagen, die einzige Möglichkeit, nochmal richtig Geld in so einen Vertrag zu stecken. Ja, schön, ja, aber MMS nicht verwechseln, Katze gibt's ja wahrscheinlich teilweise noch, nicht mit diesem Kohlen, mit diesem Quatsch da verwechseln, was man mittlerweile schon Verschwörungstheoretiker wieder großartig hier anpreisen und am liebsten irgendwo verkaufen würden als ultimative Heilung fürs Coronavirus. Ich habe jetzt mittlerweile gelesen, das ist ja, darfst du ja nicht zu sehr mit diesem Quatsch beschäftigen, ne? Aber es gibt halt echt Leute, die dann sagen, oh, der Coronavirus hängt nur mit 5G zusammen, der 5G-Ausbau hat das alles überhaupt erst erzählt. Gesetz. Oh Gott, da musst du dir die Frage stellen, Alter, welche Beziehungen stellt ihr denn überhaupt an? Also da, ja, also ohne Mist, und jetzt habe ich es gelesen, der Skalarwellenkrieg, er geht wirklich los. Und da denke ich mir, meine Fresse, also das mit dem Skalarwellenkrieg, Alter. Ja, sehr guter Sendungstitel übrigens. Ja, das ist wirklich reichlich absurd, was ich da, das ist halt das Problem, ne, wenn Leute wieder extrem zu viel Zeit haben. Ja, vorher schon so, das ist ja genau dieses Ding. Du hast ja vorher schon das Gefühl gehabt, die Leute haben sie nicht alle so, bei allen verschiedensten Dingen. Ja. Das ist jetzt tatsächlich der Peak für solche Leute, die... Ja, auf jeden Fall, weil die waren nämlich die haben nämlich uns einen Vorsprung, das ist gefährlich, weil die waren auch schon die ganze Zeit zu Hause. Die haben ja davor schon nichts anderes gemacht und jetzt sind die halt im Vorsprung, weil die nämlich genau wissen, wie das ist, zu Hause zu sein und zu viel Zeit zu haben. Ja? Und tatsächlich sind die mit ihren wirren Gedanken schon viel weiter als wir. Ja, also da ist die virale Ausbreitung. Die können es ja aufeinander aufbauen. So. Also wenn du vorher schon irgendwie gesagt hast, es passieren irgendwelche Verschwörungen auf der Welt, dann ist das für dich ja fast sogar eine Bestätigung, glaube ich. Also wenn du an solche Dinge glaubst und dann passiert sowas, dann denkst du ja, ach so, ich wusste ja. Was denkst du denn, wie die ganzen Prepper sich zu Hause einen runterholen plötzlich? So, ich wusste, ihr habt mich ausgelacht. So, ich habe 50 Kilo Thunfisch bei mir im Keller, yeah. So, also die werden sich ja tatsächlich in Zeiten, wo wirklich auch Leute plötzlich, weiß ich nicht, Klopapier horten, ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt zu Hause sitzen und denken, ach guck an. War doch nicht so eine schlechte Idee. Ja. Apropos, diese scheiß Klopapierkacke, was ist denn in euch alle gefahren? Liebe Leute, bei allem Respekt, also ich meine, ich war heute mal einkaufen, weil ich, ganz ehrlich, ich habe nur noch so man 3 Euro. Man traut sich ja nicht mal mehr Klopapier zu kaufen. Nee, aber es geht in zwei Richtungen. Ich hätte jetzt heute mal ganz gern Klopapier gekauft, habe aber schon überlegt, selbst wenn ich was bekomme, dass ich dann nur die kleine Packung nehme, weil ich hier will jetzt auch nicht als Prepper dargestellt. Genau, ja, so. Das ist genau der Punkt. Man traut sich ja gar nicht mehr Klopapier zu kaufen. Public-Shaming beim Einkaufen. Wenn du eine normal große Packung Toilettenpapier kaufst. So, und dann will ich aber, und dann ist halt bei allen überall nichts da, weil irgendwelche Verrückten sich hier schon streiten und schon irgendwie versuchen, das zu horten und kaufen dann 4, 5 hintereinander, was wahrscheinlich, mittlerweile habe ich jetzt schon mitbekommen, dass die Ankunft des Klopapiers, die Klopapierlieferung, mittlerweile schon sicherheitsdienstlich überwacht werden muss, damit es keine Leute gibt, die irgendwie da reinpreschen und das Klopapier klauen. Ja, Leute, ist das wirklich unser einziges Problem aktuell? Ja, doch echt alle einen an der Waffel, ey. Ich habe gestern Abend geguckt, weil ich gedacht habe, ich bin ja ein relativ fauler Mensch manchmal. Habe gedacht, ja, man könnte jetzt irgendwie einkaufen gehen, man könnte aber auch Amazon bemühen. Ne? Man könnte auch Klopapier bei Amazon kaufen. Ich habe gedacht, na komm, machst du mal. Ne? Und dann sehe ich, ich habe kurz gedacht, na, ach cool, hier, da ist ja noch was, nehm mal einen Preis, packe ich mal rein, guckst du weiter, brauche ich vielleicht noch Meiersachen oder so, wollte man mal wieder, ne, man kocht ja jetzt viel zu Hause, habe ich gedacht, naja, gut, okay, da gucken wir mal, ah ja, so ein Kochset hier, ne, kaufst du auch ein Kochset, so, habe ich das Kochset reingepackt in hier einen Warenkorb und was weiß ich, das war nur 2 Minuten später, war halt einfach das Toilettenpapier schon weg. Warum? Weil alles ausverkauft war, ne? Habe ich nochmal 5 Minuten, haben wir F5 gemacht. Ah, guck mal, hier neues Koala. Aha. Oh, mit Bambus. Naja, sehr teuer, sehr teuer. 10 €. Das ist mir zu teuer. Aber ich beobachtete weiter, ne? Und dann habe ich zwischenzeitlich gesehen, dann springt ja diese Preisautomatik an. Dann habe ich eins gesehen, das waren zwar 200 Rollen, aber das hat 450 € Klopapier. Da habe ich mir gedacht, ja, das sind 200 Rollen. Aber was ist denn los mit euch? Also, da siehst du mal, komplett durchgedreht. 450 Rollen, Alter. Ja. 450 Euro für 200 Rollen.
Was aber ist? Ich meine, 450 Euro ja. für 200 Rollen, das ist ja unfassbar. Das ist auch nicht ganz normal, ja eben. Das ist trotzdem total geisteskrank. Das Lustige ist, dass man das Gefühl hat, die Leute kaufen sich mehr Toilettenpapier als das, was sie ausscheißen können. So, also das Verhältnis zwischen Nahrung und Klopapier ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, muss ja auch erstmal was. Ja, vor allem, wenn du siehst, was die haben. Nahrung kaufen, also. Ich weiß nicht, ob du von Mehl da nicht eher, von den Mengen Mehl, die gekauft werden, nicht eher Verstopfung kriegst. Ja, es ist, sind wilde Zeiten. Man muss sich da, glaube ich, ein bisschen beruhigen, weil bis jetzt, also ich muss sagen, als ich jetzt, wann war das? Am Montag bin ich auch nochmal in den Supermarkt. Da war nicht nur das übliche Toilettenpapier und so weg, sondern da war plötzlich auch das komplette Obst und das Gemüse weg. So. Ja, fing schon mal auch kurz an. Geschaut. Also, als ich am Samstag einkaufen war, hatte ich Glück, dass der Deutsche ja an sich keine Dinkelnudeln kauft und deswegen noch eine relativ große Auswahl an Dinkelnudeln da war. Ist aber auch tatsächlich völlig zu Recht, dass er keine Dinkelnudeln kauft. Die sind auch geschmacklich nicht so geil. Ach, hast keine Ahnung. Ja gut, also bei dir geschmacklich, ich jetzt mich auch nicht auf alles verlassen tatsächlich, aber die heißen nicht unsere Geschmäcker. Ja. Jetzt der Lagerkoller ist schon hier angekommen. Hey, das gegenseitig wegen Dinkeln. Nur beim glutenfreien Knäckebrot, da habe ich mich geweigert, das habe ich nicht gekauft. Ah, gut. Nein, man muss eins sagen, ich tatsächlich so, Fleischersatzprodukte sind alle noch da. Das hat mich gefreut. So. Ja, mich das Geilste war, ich wollte dann noch Speck kaufen. Der war ausverkauft, bis auf den Tiroler Speck. Den wollte irgendwie keiner haben. Geil. Total absurd. Der hat wahrscheinlich Tirol noch nie in seinem Leben gesehen. Ja. Das habe ich halt auch Punkt. Jetzt gehört. Das hat tatsächlich, erzählen das ja auch, wenn du, ich kenne einen, der leitet einen Rewe in Frankfurt, da tatsächlich kommen Leute zu ihm so und sagen und fordern tatsächlich absurderweise, dass alle chinesischen Produkte aus dem Rewe entfernt werden sollen. Das ist absoluter Wahnsinn, was so los ist teilweise. Das musst du dir überlegen. Da gibt es einen Typ, der klopft da an dieses Häuschen, wo die dann da sitzen, sagt, folgendes Vorschlag habe ich für Sie. Bitte entfernen Sie alle chinesischen Produkte aus Ihrem Sortiment. Vielen Dank. Ich mir denke, was für ein Gedankengang muss dort vorangegangen sein, dass einen zu so einer Handlung veranlasst. So. Gibt es Lebensmittelrassismus? Gibt es? Ich habe keine Ahnung. Scheinbar also, jetzt schon, ja. Ja, weil, also ich meine, das ist ja völlig absurd. Ne? Ich meine, oder was soll da drin sein? Denkst du, der Virus hält sich in den scheiß getrockneten Nudeln, die normalerweise auch jetzt nicht so viele Leute kaufen. Oh, gut. Klein, der Nudel. Klein Beutelchen, hier, da ist es drin. Hier. Ja, also unfassbar. Naja. Aber, genau das ist gut, was ihr ansprecht. Auch, was du gesagt hast mit dem Tiroler Speck, das habe ich jetzt gerade auch gelesen, dass es jetzt wirklich sowas gibt, von wegen, ja, das kaufe ich da nicht mehr her, das, also diese Region und so weiter, der davon befallen ist, genauso. Das war ja schon vor etlichen Wochen, wo auch die ganzen chinesischen Läden leer waren. Das hattet ihr, glaube ich, auch mal bei 93 ja schon thematisiert. Ich glaube, der David hatte das ja auch schon mal gesagt bei euch, ne, wo er auch gesagt hat, naja, da konnte ich mich hinsetzen, da war alles frei. So völlig absurd. Also ich meine, das wäre breitet sich nicht im Essen, ne? Also kein bisschen Recherche kann man auch tun, ja? Also, und eine Fledermaus ist jetzt in eurem Essen wahrscheinlich auch nicht drin. Das ist immer noch das deutsche Gesundheitsamt, was genau darauf wacht und da kann man am besten Vertrauen haben, tatsächlich. Also es ist schon, also Menschen, das ist schon schwierig, tatsächlich, muss ich sagen. Ja, ist schon schwierig. Also in diesen Zeiten sieht man mal so diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Unterschiede, die es in dieser Gesellschaft so gibt. Eine Empfehlung habe ich tatsächlich noch, und zwar diese ganzen, ich sag mal, Homeoffice-Suits sind ja momentan im kostenfreien Modus. Das heißt, wenn du zum Beispiel von Microsoft die Teams-Software verwenden willst, die ist aktuell kostenfrei geschaltet. Auch viele Lerntools für Leute, die eventuell sich einfach ein bisschen weiterbilden wollen und da Spaß dran haben. Also ist alles momentan, die großen Unternehmen haben da reagiert und stellen das jetzt zumindest für befristete Zeit kostenlos zur Verfügung. Also für den einen oder anderen, der vielleicht auch seinen Chef nochmal überzeugen soll und der sagt, nein, alles zu teuer, keine Lust, dann kann man vielleicht darauf noch ausweichen und da nochmal einen Vorschlag machen. Mhm. Auf jeden Fall gut. Sehr gut. Teamviewer und so der ganze Käse, ja. Kennt ihr ja alles, ne? Ja, genau. Wir arbeiten jetzt mittlerweile, also
ganz fortschrittlich. Also HR-Leaks tatsächlich jetzt. Wir arbeiten ganz fortschrittlich mit WhatsApp. Sehr gut. Und wenn alles gut läuft, vielleicht auch mal mit Slack, weil das ist natürlich trotzdem eine geile Alternative. Ne? Ich meine, Slack ist schon was Gutes, wenn man es nutzt. Grüße an die Freunde vom Eintracht-Podcast und den Chat. Ich habe da schon länger nicht mehr reingeguckt, aber ich habe auch den Link verbaselt tatsächlich. Aber ich glaube, da gibt es noch Maßnahmen. Du hast eben jetzt mit TeamViewer angesprochen. Da kann man auf jeden Fall relativ viel tun. Yes. Daran anschließend hätte ich auch noch eine Empfehlung. Die Firma Kokos, die hier diese Audio-Software, mit der wir aufnehmen, Reaper, normalerweise verkauft, stellt auch tatsächlich momentan bis, ich glaube, Ende Juni kostenfrei eine Lizenz zur Verfügung. Also wer schon immer mal irgendwie in der jetzigen Zeit oder generell Bock hatte, sich mal mit dem Thema Podcasting auseinanderzusetzen, der hat jetzt die Möglichkeit, wirklich mal für 3 Monate das auszuprobieren und einfach mal die Software kostenfrei zu testen. Mega! Ja, also wer da mal Bock drauf hat, ich schmeiß euch mal den Link dazu mit in die Shownotes. Könnt das mal 3 Monate kostenfrei nutzen. Im Sendegate findet ihr jede Menge Anleitungen, wie ihr die Software vernünftig nutzen könnt. Also von daher, es gab noch nie eine bessere Zeit als jetzt. Auf zum nächsten Bloggerpreis, kann ich nur sagen, liebe Leute. Es lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Okay. Und ansonsten, wenn ihr nicht podcasten wollt, ich bin durch Zufall darüber gestolpert, dass es auf YouTube komplette Filme, Bud Spencer und Terence Hill Filme gibt. Also wer damit noch was anfangen kann und damit groß geworden ist, kann dann da auch nochmal reinschauen. Sehr gut. Immer auf die Nuss. Super, ich war ein großer Fan. Also Terence Hill und Bud Spencer haben mich tatsächlich zum Wrestling gebracht, schätze ich. Okay. Okay. Naja, also ich meine, da hat es auch schon immer ordentlich geklatscht. Ja, ist richtig. Und dann hast du halt die Watze gesehen, die dann plötzlich auch im Ring nochmal ein bisschen merkwürdiger gekleidet war, und schon lief der DAX. Also, ja, stimmt. Das war tatsächlich ein sehr großes Einflussprogramm für mich damals. Großer Fan gewesen. Also Bud Spencer, das ist immer noch ein interessanter Typ auf jeden Fall. Ja. Politisch stimme ich mit Leute. Mit ein, aber Jetzt geht's los. Eine Empfehlung habe ich natürlich noch, und zwar nächste Woche ist es, startet ja Disney Plus. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, da es momentan ja reduzierte Grundgebühr gibt. Ich glaube, man bezahlt aktuell dann nur, jetzt muss ich 4,99, 5,99, irgendwie sowas. Also ich glaube, es ist, ich glaube, es sind 60 Euro im Jahr, die man momentan bezahlt. Man kann, wenn man im Besitz von diesen Payback-Karten und so weiter ist, kann man da, glaube ich, noch was sparen, kriegt man nochmal 15 Euro zurück. Also es gibt sehr günstige Möglichkeiten. Ich glaube sogar, wenn man Telekom-Kunde ist, kann man auch 6 Monate gratis testen. Dementsprechend Disney Plus, ja. Das ist ja quasi die Netflix-Variante von Disney, die jetzt kommt, und irgendwie, kostet normal irgendwie, ich glaube, 7,99 im Monat. Und es gab von Disney 6,99, selbst so ein Einstiegsangebot, wenn du das ganze Jahr an sich kaufst, dann zahlst du im Schnitt nur 5 Euro im Monat. Und wenn du es tatsächlich über die Telekom beauftragst, dann hast du das erste halbe Jahr kostenfrei und danach, glaube ich, auch einen reduzierten Preis. Aha, René, das machst du hier Schleichwerbung für deinen Arbeitgeber. Was könnte mich da reinziehen? Was ist denn der Franchise von dir? Also alle Star Wars, dann jetzt die neue, das sind verschiedene Disney Plus Originals, jetzt die einfach dann nur auf Disney Plus im Streaming kommen wird. Also wer Star Wars zum Beispiel den neuen Teil dann gucken will, oder die ganzen Marvel-Filme sind da ja auch drin. Die hat sich ja alle Disney unter den Nagel gerissen und hat die ja in den letzten Jahren auch konsequent aus allen Dingern rausgezogen. Die waren ja früher alle irgendwie bei Netflix auch viel vertreten, und die sind ja komplett da aus dem Katalog raus. Also wenn du die Dinger jetzt wirklich im Streaming guckst. Also zum Beispiel die Eiskönigin 2 für dich, Basti. Ich weiß nicht, ob das interessant ist. Wie bist du da dann? Ja, ich muss sagen, bis jetzt war noch nichts dabei, was mich da reinzieht. Sowohl Marvel, was die Eiskönigin zieht bei dir nicht? Eiskönigin, Star Wars und Marvel hat mich jetzt noch nicht überzeugt. Ich fand Olaf den Schneemann großartig. Auch das. Tja. Vielleicht hat der einen Hörer, kann mich ja überzeugen. Vielleicht gibt's ja noch. Aber Basti, ich habe was für dich. Denn wenn du einen italienischen VPN hast, ja, brauche ich nicht. Als hätte ich nicht sowieso schon einen Premium-Account. So.
Ja, aber wir müssen auch an alle denken, tatsächlich. Ja, Männlein und Weiblein, wir sollten hier niemanden diskriminieren. Pornhub ist zumindest in Italien gerade offenbar kostenlos. Und wenn du ein VPN hast, läuft der DAX, würde ich sagen. Also schaut da mal rein, falls euch das interessiert. Guckt doch mal, was euch da gefällt. Vielleicht kommen wir jetzt auch irgendwann mal zu unserer Kooperation mit Lexi Rocks oder so. Ja, genau. Schreibt mal in die Kommentare, was euch so gefällt. Schaut mal, was euer Lieblingsvideo ist. Oh mein Gott. Ja. Mal gucken, was euch da reingezogen hat. Ah, siehst du mal. Plus und dann da. Es ist jetzt der zweite Tag der Quasi-Quarantäne. Wenn das so weitergeht, ich will nicht wissen, ja, wie es bei uns ist. Ich will unsere Folge in 3 Wochen noch nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was die, falls ihr vielleicht. Aber jetzt weiß ich auch, was mit dem Toilettenpapier auf sich hat. Ich wollte gerade sagen, das hat. Nee, ganz ehrlich, ab morgen, ab Nacht, wenn diese Folge draußen ist, ist überall das Thema ausverkauft. Das ist ganz klar. Schön, wunderbar. Großartig. Gut. Grüße nach draußen. Oder drinnen, eher gesagt. Oh. Bisschen das Gefühl, das so wird hier kein Fußball-Podcast mehr, wenn das so weitergeht. Wenn wir so weitermachen, dann rutschen wir da aus der Kategorie vollkommen raus. Ja, das ist weit weg von Fußball, glaube ich, gerade. Irgendwas. Ja. So, das ist eine lange Empfehlungsliste. Mhm. Da sollte für jeden was dabei sein und im Zweifelsfall würde ich sagen, legen wir in den nächsten Wochen nochmal nach. Da wird sicherlich noch das ein oder andere geben. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, oder? Habt ihr noch Dinge, die besprochen werden müssen? Nope. Alles prima. Hervorragend. Dann danken wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir versuchen, das Programm aufrecht zu erhalten und sind auch so ein bisschen am Überlegen, wie wir das sendungstechnisch tatsächlich jetzt tun. Aber wir werden uns hier weiterhin mit den Geschehnissen der Eintracht beschäftigen oder einfach lange Empfehlungslisten erstellen, je nachdem, worauf wir Lust haben. Behaltet mal die Social Media von uns im Auge. Da werden wir euch auf jeden Fall informieren, wenn wir live senden und wenn ihr Themenwünsche oder Vorschläge für uns habt, dann lasst uns die doch zukommen. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Quarantänezeit. Genießt die Zeit, sofern es möglich ist. Denkt an eure Freunde und Familien, meldet euch bei denen und ja, denkt dran, haltet euch an die Auflagen, die dort gemacht werden, weil wir alle auch unseren Teil dazu beitragen müssen, dass dieses Thema so schnell wie möglich beendet werden kann oder reduziert werden kann. Bis dahin, macht's gut.